So, einen wunderschönen guten Abend. Da sind wir wieder auf Twitch um 19 Uhr und 15 Minuten. Und dabei haben wir heute Abend den Komet und die Anja. Hallo. Hallo zusammen. Anja, du bist noch soeben hier reingehüpfert. Ja. Wie geht's dir? Och, nach dem Baden ganz gut. Ja, so. Mit dem Komet. Ja. Mir geht's auch gut. Hervorragend sogar. Vor dem Baden oder nach dem Baden? Vor dem Baden? Ja, vor dem Baden. Einen wunderschönen guten Abend vom Steffen. Steffen, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend zusammen vom Hans, Günther, Schmitz. Hans, dir auch einen schönen guten Abend. Ach, Uwe. Uwe schreibt Moin und da haut der direkt 1000 Bits raus. Uwe. Danke, Uwe. Dir auch einen wunderschönen guten Abend. Ah! Steffen, Hans, Uwe, grüßt euch. Erschreckt mich doch nicht so. Ich bin schon spät dran und weil ich, genau. Guten Abend zusammen und Hausaufgaben sind erledigt. Dankeschön fürs Teamteilen. Meine Bitrate ist schon wieder grau. Was soll der Quatsch? Vielleicht hat sich das erschreckt. Moin zusammen von Putzi. Putzi, dir auch einen schönen guten Abend. Anja, Sascha, Hans, Günther, Uwe und Steffen, hi. Du hast einen komischen Namen, Anja. Grüß dich. Anja, seit wann heißt du Anja, Sascha, Hans, Günther, Uwe? Das wäre mir neu. Bin ich umgetauft worden? Ja, ich habe keine Ahnung. Moin von Karl. Karl, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Allen einen wunderschönen guten Abend von Armin. Armin, dir auch einen schönen guten Abend. Guten Abend zusammen von Enrico. Enrico, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend alle zusammen von Nicole. Nicole, dir auch einen wunderschönen guten Mittwochabend. Ja, das begrüßen so abwechselnd. Sorry, meinte Hallo Komet. Ach so, Hallo Komet meintest du. Du meintest gar nicht die eine. Gut. Steffen, hi vom Hans. Ja, da sind sie wieder, meine ganzen Verrückten. Ist das schön? Jo, alle wieder da. Armin, Enrico, Nicole, grüß euch. Martin HD schreibt, hi, hi Martin, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Danke, ja bitte. Ach, Miezekatze. Martin. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Miezekatze. Uwe. Uwe haut schon wieder 500 Bits raus. Uwe, danke schön. Ups, ja, Frechlappen. Ups. Martin, danke schön für deine. Gegrüßt. Danke für deine 500 Bits. Danke, danke, danke. Hans, hi an Enrico. Hi, Anja von Armin. Und da Virgo haut einen guten Abend raus. Dir auch einen wunderschönen guten Abend. Dir auch einen guten Abend von Martin. Dankeschön. Ich habe einen Wassermarsch. Danke, ich habe da gar kein Wasser vorbereitet. Ich habe kein neues Wasser hier stehen. Ich darf da erstmal wieder aufstehen. Juhu. Ja, klasse. Der Virgo, grüß dich. Ein typischen Obi. Hi vom Hans. An Omi, guten Abend. Und Hausaufgaben erledigt von der Omi. Omi, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Prost. Omi, grüß dich. Prost. Und danke fürs Stream-Teilen, Omi. Für deine Hausaufgaben. Guten Abend, Omi vom Hans. Oh, Hans von Armin. Wollen wir mal ein bisschen Stroh einsammeln. Bist du am Strohseliseln? Jo. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen muss. Ich glaube, ich muss Steine einsammeln. Und ich muss Wasser zu Ende fahren. Gestern hast du mit Wasserfahren aufgehört und Steine musst du noch sammeln. Das Multicolor ist sogar beleuchtet. Wow. Das was? Das Multicolor.
Wenn ich den Motor anmache, musst du auf die Motorhaube achten. Geht einmal aus und wieder an. Ja, ich glaube, ich brauche eine Lupe. Da fängt das Multicolor an zu leuchten. Das geht auch an. Aha. An der Sache nicht, du siehst das nicht. Ich habe doch nur so ein ja, ja, du hast ja nur fast Handy. Ja, Entschuldigung. Seit heute früh 10 Uhr habe ich 24 Stunden Blutdruckmessgerät. Ach, das ist halb so wild, Uwe. Oh. Halb so wild. Ich habe schmeißt da so viel mit Bits rum. Das habe ich eigentlich alle 2 Jahre mal. Zu Konterrolle. Ist das Feld schon angesät? Du hattest was angesät. Das ist fertig. Ich brauche keine. Doch, ich brauche wohl. Aber den brauche ich da oben. Ich weiß nur nicht mehr genau, welches Feld du. Feld 10 eventuell. Ich muss oben das Feld fertig machen. Mit Steine sammeln. Hier unten sind deine ganzen Felder erntereif. Ich muss mal mit meinem Trecki-Draco da hochfahren. Zwerg, grüß dich. Namen zusammen von Zwerg. Zwerg, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Ich wünsche dir einen angenehmen Keks. Kannst halten, Abend, Zwerg. Angenehm, Keks. Ein der Kaffee für alle? Oh ja. Oh ja, also, ich habe es ein bisschen erweitert. Für alle, die Kaffee trinken. Ja, ja. Jetzt schenkst du aber ja alle die ein, die keinen Kaffee trinken. Es gibt ja auch Leute, die Tee trinken. Oder Kakao oder Milch. Ja. Also Prost für alle. Prost für alle. Genau. Prost. Prost, 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 Prost. Ja, ich zum Beispiel trinke gern Tee. Der Uwe, gefunden im Kühlschrank. Was machst du jetzt im Kühlschrank? Ich dachte, du guckst den Stream. Uwe, danke für die 200 Bits. Dankeschön. Ganz, ganz großes Dankeschön für deine 200 Bits. Dankeschön, Anja, für den Kaffee vom Hans. Ja, danke, Anja. Nächstes Mal bitte heißen, ja? Ja, ich gebe mir Mühe. Gut. Aber bis er bei dir ankommt, könnte es vielleicht wieder kalt sein. Nee, ich weiß, in der Küche steht ganz heißer. Das war noch kalter. Ich auch, vom Karl, der trinkt auch gern Kaffee. Nein, Tee. Von Anja 300 Bits. Dankeschön für die 300 Bits von Anja. Dankeschön, Uwe. Ganz, danke, ganz großes Uwe. Dankeschön. Nein, Tee, ja, ich habe mich doch verbessert, nein, Tee. Hättest du dabei geschrieben, ich trinke auch gern Tee, ne? Dann wäre das nicht passiert. Ist schon böse, wenn man nur ich auch schreibt. Ein Hi von derzeit. Derzeit dir auch einen wunderschönen guten Abend, dir und deiner Familie. Ich hoffe, euch geht's gut. Derzeit, grüß dich. Hi, derzeit. Uwe ist gehypt. Ja, alles bestens, das höre ich gerne. Mach doch mal den hin. Du komischer alter Krebel. So. Liegen. Na, geht rum. Machen wir dann nochmal. Ein bisschen mehr links. Stell dich mal in die richtige Bahn hier. Nochmal zurück.
Ich wollte ja keinen auf Patrick machen und euch mit in die Badewanne nehmen. Nein! Ja, deswegen habe ich es nicht gemacht. Nein, danke. Das reicht schon, dass der Patrick den Kick einmal gemacht hat. Das macht er auch nie wieder. Die Bilder kriegt halt kein Mensch mehr raus. Ich spiele gerne LS. Das ist gut. Ich auch. Ich glaube, das merkt man daran. Ja, ich spiele auch gern LS. Ab und zu spiele ich den auch. Ja, ich bin auch ab und zu dabei. Ja, bei dir stimmt das ja. Du bist ab und zu dabei. Ich auch ab und zu. Ja, und ab und zu muss man dich suchen. Ja, ich muss irgendwie mal gucken, dass ich... Anonymous haut 1500 Bits raus. Dankeschön an den anonymen Spender. Danke, 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 danke. Ein anonymer Geist. Aber nur ab und zu ich auch. Ja, ganz, ganz viele, die sind nur ab und zu da. Die tun nur so, als ob. Genau. Danke für die 1500 Bits. Dankeschön. Ganz großes Dankeschön. Und der Uwe haut nochmal 1500 Bits raus. Uwe! Was Dankeschön. Ich weiß wollt auch nicht, was Opi die schon vorhaben. Wieder fertig machen? Ich weiß nicht, was die vorhaben. Ich habe keine Ahnung. Danke, 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 Uwe. Für die 1500 Bits. Ihr seid vollkommen fertig. Wieder 12 Minuten dran. Wir machen jetzt schon wieder Kirre. Ich habe noch nicht mal frischen Kaffee. Der ist nur eine Maschine. Uwe, 75% noch. Ihr seid voll Bananen, ne? Verrückte Bande. Die wollen dir Geld ausgeben. Jeder wie er will, jeder wie er kann, jeder wie er möchte. Es gibt genügend, die sagen, der alte Sack ist mir das nicht wert. Ganz einfach. Prost. Zum Wohl. Ah. Kaffee. Ich bin noch gar nicht lange auf. Ich gönne es Opi und Omi. Danke, Uwe. Danke. Ah, meine Heizung ist mal endlich angesprungen. Aber warum heizt sie jetzt? Ich verstehe die ab und zu nicht. Hat dein Heizkörper einen Eigenwillen? Ja, die heizt gerade auf 31 Grad hoch. Ich muss doch mal eben hin. Nee, was macht die denn hier? Hallo, grüß dich. Wieder da. Bibi. Das heißt noch nicht lange auf. Ich hab bis 20 vor 7 noch gelegen, bin dann auf, hab mich mit einem Komet unterhalten und bin dann direkt ins Stream rein. Guten Abend von Geist und mir an alle. Thorsten, dir auch einen wunderschönen guten Abend und einen schönen guten Abend an den Geist. Guten Abend. Und noch 42 bis zur 1000, ja, Smart Blau, ich weiß, noch 42, nee, doch 42 Follower noch bis zur 1000 Follower-Grenze. Guten Abend, Smart Blau vom Hans. Hi, Thorsten von Hans. Smart Blau, habe ich ihn überhaupt gegrüßt? Nein, habe ich nämlich nicht. Smart Blau, dir auch einen wunderschönen Mittwochabend. Guten Abend, Smart Blau. Ach toll, ich warte schon 9 Stunden arbeiten und danach 3 Stunden im Fitnessstudio. Ja, ich habe
ich habe endlich wieder gut geschlafen und kann dann sagen, dass ich auch noch fit bleibe. Stinkt der Hai? Stinkt dir auch einen wunderschönen guten Abend? Stinkt hier, grüß dich. Stinkt hier. Daddy, 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 daddy. Was müssen wir danach machen? Danach können wir ansehen. Ne? Ja, wenn ich nicht kalten muss. Mhm. Smartlow Hai und Hype. Hi. Stinkt dir von Hans. Christoph haut auch einen guten Abend raus. Christoph, dir auch einen wunderschönen Mittwochabend. Haben wir Mittwoch, ne? Ja, haben wir. Jupp. Guten Abend, Christoph. Jetzt bin ich gerade aufgestanden und habe ich mir keine Wasserflasche mitgenommen. Ach, ist das so gemein. Musst du gleich wieder aufstehen. Oh, Anonymous haut 500 Bits raus. Anonymous, was machst du denn da? Häng noch mal eine Null dran, OP. 5000 Bits. Oh, 5000 Bits. Ich habe das schon gesehen, dass da blaue Schrift war. 5000 Bits. Sorry. Danke, dass ihr mich noch mehr Kirre macht, als ich schon bin. Danke, 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 danke. Ich spiele gerade oder ausnahmsweise mit sehr wenig Mods, deswegen muss ich mich gerade mit den Grimme Vektorkartoffeln sammeln. Was ein tolles Gefährt. Dann lobe ich mir noch einen Europa Multi mit etwas mehr Bunker. Ja. Und der Uwe haut auch nochmal 2000 Bits hinterher. Danke, 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 danke. Danke für den danke für die 5000 Bits und danke Uwe für die 2000 Bits. Danke, danke, danke. Ihr seid vollkommen Panne. Geist sagt, auf einem Bein kann man nicht stehen. Dann sagt dem Geist danke, danke. Du bist so ein verrückter Geist. Ja, der Typ ist total verrückt. Oh Gott. Im Internet habe ich heute einen Pulli entdeckt mit einem Faultier, da steht drauf, chill mal. Oha. Habe ich in den allgemeinen Bett bestellt. Habe ich noch nicht gesehen. Ich bin so kurz erst da. Ich habe mich noch um gar nichts da oben gekümmert. Ich habe einen einzigen guten Abend geschrieben, da war alles. Ja. Und der Herbie haut den Discord-Link raus. Herbie, dir auch einen wunderschönen guten Abend, dir und deiner Frau. Ich hoffe, euch geht euch gut. Hallo, Herbie. Herbie, grüß dich. Ihr seid vollkommen fertig. Ihr seid so fritte, seid ihr, ne? Oh Gott. Blöde Kohlensäure. Ja, die Kohlensäure ist so böse. Ich muss nach Wasser fahren. Ganz schlimm. Na, alles gut bei euch? Ja, bei mir ist alles in bester Ordnung, außer dass ich schon wieder Kirre gemacht werde, aber das ist ja bei mir nichts Neues. Und bei dir, Herbie? Hans, hi. Schätze, das geht dann Herbie. Komet, deine Pizza sieht übrigens lecker aus. Ich glaube, ich bastel mir jetzt nochmal eine. Ja, aber zu war wenig. Auch lecker. Aber zu wenig Käse drauf. Weil wir dich und Omi lieb haben, danke Uwe. Ganz großes Danke. Ja, sagt er. Gibt es noch mehr Traktoren auf meinem Hof? Ja, ich habe noch einen weiteren. Können wir gleich hinspringen, kann ich dir zeigen. Und ein LKW. Mehr Zugmaschinen. Den habe ich ja hier gerade erst neu. Ich habe dafür einen. Ja, warum komme ich jetzt auf Biert? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, war das dein Deutz oder war das dein Fendt? Das ist der Fendt, den ich dafür verkauft habe. Den Deutz habe ich behalten. Kommt mir vor wie Sonntag heute. Oh, hast du
so Tage verwechseln, gar nicht gut. Habe ich auch. Dann geht's mir meistens danach total blöd. Das weiß ich mit dem LKW. Ja, wir haben noch einen. Ich habe noch einen Deutz. Danke für den YouTube-Channel. Gechillt? Ach so, gechillt. Ah, deswegen. Hast du einen ruhigen? Chilligen. Einen chilligen. So, Stoffe. Ah, hüpfen wir mal eben dahin. Hüpfen wir mal dahin. Hüpfen wir mal dahin. Wo ist er denn? Da müsste er stehen. Da ist er. Den Deutz. Also nichts Besonderes. Außer, dass der sauber ist und der andere nicht. Mhm. Der eine grün, der andere gelb. Ja. Gelb ist halt meine Farbe. Komet, was macht Herbie? Von Herbie. Hi. Miau. Herbie. Herbie macht auch einen chilligen. Der liegt vor mir und will geschmust werden. Mal schauen, ob ich schlafen kann mit dem Ding. Och, das geht, Uwe. Das geht. Das funktioniert. Wenn du einmal weg bist, dann interessiert dich das nicht mehr. Sehr gut, Herbie. Meine Impress habe ich jetzt verkauft und dafür habe ich jetzt eine Fast Ale. Oh, hast du eine Fast Ale gekauft? Mhm. Das Essen war so lecker. Ich habe im Moment keinen Hunger, Herbie. Mich kannst du nicht kratzen. Ach, jetzt erinnere mich, das hatte ich vergessen mit dem Deutz. Ja, den Deutz, den hat. Der Thorsten hat dem Karl ein Abo gegiftet. Danke für den Gifte-Zap für den Karl. Danke, danke, danke für dein Gifte-Zap. Ruhe ist voll mit Fleisch. Ja, was du hast, das hast du, ne? Jo. Aber deine Bällchen sahen wirklich gut aus. Ja. Ich glaube, die waren sogar mit Käse überstreut. Überbacken. Moin zusammen von Luxbauer Lipinski, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Und der Karl sagt Danke, das finde ich schön, dass du Danke sagst. Moin, Karl, Luke. Karl ist gehypt. Fehlt nur noch Filets. Ja, das kannst du bestimmt auch noch schießen. Wer kommt denn da hinten angeflogen? Komet. Was hast du vor? Stoff verkaufen bei dir. Ach, Stoff verkaufen. War Käse drauf? Gut. Hast du recht gehabt, Anja. Hi, an Lux Power von Hans. Aus der Entfernung siehst du aus den Streifenhörnchen. Hä? Ja, der zieht so bunte Streifen nicht hinter sich her. Ja, die Paletten sind ja bunt. Nein, auch von deinem Trecker. Das ist dieses Nachgeschliere vom Bild. Ah, okay. Was der 19er leider hat. Ach, und der Thorsten haut noch mal. Was hast du denn gemacht, Thorsten? Thorsten, du haust 29 Abos. 29 Abos. Thorsten, du hast doch die Kirschblüten am Brennen. Was machst du? Ich versuche die mal alle vorzulesen, dafür muss ich erstmal nach oben spulen hier. Weil mir das hört ja gar nicht auf. Nein, die lesen ja davor. Nein. Danke für die 29. Danke. Wenn du möchtest, lese ich die vor. Nee, das ist. Ja, musst du immer dazwischen durchmachen, wenn du das kannst. Thorsten Ui. Aufrunden bitte. Ja, du hast die 100 Subs voll gemacht. Ach Gott, danke für deine 100 Subs insgesamt in diesem Monat. Danke, danke, danke.
Einen wunderschönen guten Abend vom Johnny. Thorsten, auf der Ehre raus. Guten Abend, gute Nacht. Meine Maus hat mich hier vorbeigebracht. Pfeif. Kurisu. Dir auch einen wunderschönen guten Abend. Krass, Thorsten. Ja, Thorsten ist, da brauche ich, kann ich nichts so sagen. Jeweils ein Abo geht an Yumaku57, PC-Schmuggler, XDirk80X, Acid Burn Gaming, Akratin Bayreuth, Martin HD1212, Havelse, zwei Chris. Würde nicht lesen, kannst du überspringen. In Prime, Paul Klein, R.I.F. Texe, Hopkins, Ingo 30, Hop GT Orte, Mimi 1, Cookie 2, Terminator, Mary 117, Matzen 1984, Klaus 2021, Raffi 088, Darkness 4041, Der Barnes, Lux Power Lipinski, Zugfahrer VT Zand, Nerzkummer, SH1404, Doc Chester, Zwolox, Gera Ela. Bist du durch? Gut. Ja. Namen von Raffi. Raffi, dir auch einen wunderschönen Mittwochabend. Was ein Move. Ja, der Vigo, ein Riesending. Im Namen vom Zugfahrer VT Zand, Dankeschön. An den Thorsten vom Stinktier. Habe ich noch keinen vorher gelesen. Doch, da waren so einige bei, die auch hier sind. Wollten wir schnell Danke sagen für das Abo von Raffi. Danke, dass du Danke sagst. Finde ich sehr, sehr schön von dir. Guten Abend von Herbie, Raffi, Ehre, Kresur, Hi Hans. Herbie hat den Discord-Link raus, den YouTube-Channel raus. Hi vom Hans an Raffi. Riso, grüß dich, Raffi. Der Sammler ist gleich voll, ja, da hast du recht mit. Dankeschön. Der hat einfach an jedem Zuschauer ein Abo geschenkt, wie krass. Ja, guten Abend. Der haut einfach Abos raus. Dankeschön, Thorsten, an die Omi. Ne, von der Omi. Achso, Max voll. Bleib stehen. Das ist echt krass. Wollen wir das mal wegbringen? Nochmal Danke von Karl. Es kann sich lohnen, auch zu schreiben oder zu schauen. Das stimmt. Ja. Io, danke für dein Abo von der Virgo. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon. Der Io ist gar nicht da. Noch nicht. Noch nicht. Die wollten heute eventuell noch aufkreuzen. Es war geplant, ja. Ja, aber du weißt ja, das Leben ist meistens nicht so, wie man sich das denkt. Ja. Was dann um diese Uhrzeit habe ich schon Hayabobo gemacht. Thorsten, du, Dankeschön von Lux. Das finde ich sehr schön, dass du dich bedankst. Danke, danke, danke. Thorsten, nochmal Dankeschön für die 29 Gifte-Zaps. Wie viel Lack hast du gesoffen vorher? Ich muss ja mal nachfragen. Ne? Vielleicht gibt es dafür eine Literanzahl oder so, weil man dafür erst in sich reinschütten muss. Naja, mindestens 5 Liter, denke ich mal. Und mal eben fertig machen, schwupps, 22 Uhr. Ja. Ratzfatz ist 22 Uhr. Ja. Ich muss mal eben die Fabrik einschalten. Ach, Io meine ich damit, ja. Nein, die wollten, die hatten noch Planbesprechung. Der Steier ist ganz schön dreckig, dann kann ich ihn mal eben waschen.
wenn wir schon hier sind. Da, wo der im Einsatz war, steht leider noch kein Kärcher. Komm her, Steierliesel. Jetzt wirst du erstmal wieder sauber gemacht. Steierliesel. Endlich mal Wasser. So, Platz 1 auf beiden. Thorsten lacht sich kaputt. Der ist vollkommen fertig, der Thorsten. Oh Mann. Ich war auch immer so, hab die Arbeit immer noch fertig gemacht, dann war Feierabend. Ja, im echten Leben ist dann aber ganz anderes wie im Spiel. Im Spiel habe ich mir definitiv abgewöhnt. Ich bin Platz 2 für Uwe. Aber in den Bits, nicht in den Zaps. Ja. Schönes Gewicht. Ja, das Opa-Spezialgewicht. Den können wir noch dreckig lassen. Und nicht die Mama wurde auf den dritten Platz verwiesen. Mhm. Bei den Geschenken ist der Komet auf dem dritten Platz. Mhm. Ich meine auch bei den Bits. Ja, es stand da nicht bei, kann ich nicht wissen, Uwe. Oh, was leuchtet der schön gelb? Ich glaub's gar nicht. Jo. Strahlt. Mhm. Ja, zumindest bei den Geschenken bin ich noch unter den Top 10. Postkutsche? Wenn du dann meinst, das ist eine Postkutsche, ich stehe auf gelb. Ich kann da nichts für. Gelb ist ziemlich meine Lieblingsfarbe. Vor allen Dingen Neongelb. Ich mag das, Steffen. Bäh. Wo kriegt man so ein Gewicht? Das bekommst du gar nicht. Das hat unser Haus- und Hof-Modder mir gemacht. Das OP-Spezialgewicht ist für nur OP. Fehlen nur noch 6 Pferdchen davor. Spezialanfertigung. Fehlen nur noch 6 Pferdchen davor? Ach so, und ja klar, Kurzkutsche. Und das Posthorn, gell? Mhm. Irgendwie könnte ich ein Lager gebrauchen. Ist nur Obi. Ah, der Groschen ist gefallen. Ja, ich weiß, der fährt bei mir ein bisschen langsamer. Ich habe gehört, da wollte mich einer einholen. Vergiss es. Glaube ich auch nicht. Nein. Ich habe nur gehört, dass nicht die Mama gesagt hat, der will den nächsten Monat den Chaos machen. Nö, Thorsten von Herbie. Doch, eigentlich wollte unser Nebel Patrick wollte ihn einholen bei den Gifted Subs, aber vergiss es. Ich aber nicht, nein, du nicht. Hauptsache, du kannst Zunge rausstrecken, ne? Karl ist voll gehypt. So, wenn der jetzt gleich wieder in die richtige Richtung von alleine fahren sollte, ne? Dann werde ich mir Kaffee holen gehen. Aber erst dann. Warum hat er da so eine riesen Lücke gemacht? Jetzt weiß ich auch, warum der in die andere Bahn abgebogen ist. Der wollte da hinten hin. Oh Gott. Gut, wenn du jetzt links ansitzt, dann geben wir ihm das Stück. Dann setzen wir ihn mal neu an. Und wir setzen ihn sowieso nochmal neu an. Warum hat er denn da was stehen lassen? Wasserflasche nicht vergessen, denn die stehen eigentlich nur 1,5 Meter neben mir, aber ihr wisst ja, ich, Dulli. Ich laufe dann noch zweimal hin und nehme die trotzdem nicht mit. Thorsten. Kaffee holen gleich. Oh, das hat geruckelt. Ich muss erst gucken, ob der von alleine richtig wendet.
Ansonsten gibt es das nicht. Kirby-Kaffee holen, ihr seid ein quengeliges Volk, seid ihr. Der Uwe haut 100 Bits raus, schreibt Wasserflasche nicht vergessen. Danke, Uwe. Nee, die lassen wir mal so. Das setzen wir so an. Gucken, ob der oben richtig wendet. Wenn ja, dann können wir Kirby holen. Ja, ich kann mir in der Zeit noch eine basteln. Du. Wo ein Ruckler, gleich mal Foto machen und an die Wand pinnen. Kaffeelieferung kam heute. Wo? Hast du im Internet bestellt oder Familie dir geliefert? Ja. Internet. Gut. Per Holland-Kurier. Ui. Ich muss ja sagen, ich weiß nicht, was Holland-Kurier ist. Keine Ahnung. Vielleicht ein Kurier aus Holland? Ja, ich habe sowas noch nie gehabt. Also ja, Holland-Kurier? Nee, Alter. Weil das Holland-Kurier kam vom Steppen. Ja, es sind aber beide blau beschriftet. So, das Ding ist schon mal verkehrt herumgefahren. Nichts Neues. Nee, Prime, aha. Also Amazon. Die Amazone war es also. Amazon, Amazon, Amazon macht Hip-Hop-Hop. Hip-Flop. Hip-Hop-Hop. Hop-Hop geht flott. Mit, wie? Und mit Prime noch primiger. Kaffee leer. Oh, Uwe, du auch. Meine auch. Oh. Ich kann aber erst dann los, wenn der hier weiterfährt von alleine. Sonst geht das nicht. Der würde mich natürlich jetzt ganz schön ärgern, wenn der jetzt die nächste Stunde nicht mehr in die richtige Bahn abbiegt. Ne? Dann setze ich ihn an der anderen Seite an. Kaffee voll. Prost. Prost. Was macht der Komet eigentlich gerade? Ich habe mir einen Palettenlager gekauft. Mhm. Das Große. Das Große? Ja. Und oh, muss die ganzen Einstellungen jetzt im Menü ändern, dass das jetzt da rein verteilt wird. Ja. Da bin ich ein bisschen gerade. Kalt Kaffee. Um die Uhrzeit Kaffee, dann würde ich nicht mehr pennen. Also ich trinke immer Kaffee. Immer. Immer, immer, nur und immer. Und immer nur. Ach, sag mir nicht, du fährst schon wieder in die falsche Richtung, du blödes Ding, du Menno. Ach, Gott. Jetzt muss jedes Gewächshaus auch verteilen. Und wo verteilt sich dann das Gewächshaus hin? In den Palettenlager wird das dann gleich eingelagert. Bin nicht weit genug drüben. Mann. Jetzt habe ich da Zippelzappels drin. Zippelzappel? Ja, ich habe hier Zippelzappels im Feld. Ist das ein böses, gemeines, fürchterliches. Ach. Wehe, du drehst da oben gleich nicht um. Dann wirst du entlassen, du. Komet, was machst du? Hä? Der hat, ich glaube, du hast verstanden, was er gesagt hat. Ein Palettenlager geholt, gekauft. Ein großes, mit Selbstverteilung.
Das ist eigentlich gar nicht schlecht, das müsste ich auch haben. Ja. Gummel, also ich hoffe, es funktioniert, weil dann brauche ich nicht mehr in den Gewächshäusern reinfahren. Aber ich muss jetzt jedes Gewächshaus alles einzeln aufverteilen. Einen schönen guten Abend zusammen. Einen schönen guten Hallo, Abend. Samwise. Hallo Samwise. Hallihallo. Na, wie geht's denn das denn? Mir geht's gut. Nur der Server versteckt sich gerade vor mir. Er war gerade noch da und jetzt ist er weg. Böse. 181 fehlen noch? Wir haben nichts gemacht. Das verstehe ich nicht. Warum fehlen noch 181? Bei dem Gifted Subs vielleicht? Ich habe keine Ahnung, warum er... Synchro! Danke, Synchro. Und der Uwe haut 1000 Bits raus. Eine Sam und ein Io. Ich habe noch keinen Io gesehen, nur eine Sam. Er kommt gleich nach. Ja. Er ist weg, weg. Du bist allein. Sam, Herbie. Guten Abend, Samwise vom Hans, direkt. Einen schönen guten Abend zusammen. Direkt in der Vene, das der Kaffee bei dir, das P. Vielleicht. Bewundere immer Leute, die das können. Eine ausgestreckte Zunge? Ja, das könnte, ja, könnte sein. Kurios, weißt du eigentlich, dass Kaffee gar nicht mal so ungefährlich ist für den Kreislauf? Ist gar nicht gut eigentlich. Nein, das kann sogar lebensgefährlich werden. Dann sind die Geschenke voll? Es gibt keine Geschenke voll. Thorsten, es gibt... Der Gifted Zapfbalken, der rote. Ach so, der Gifted Zapfbalken. Das meinst du damit? Ah, 181 noch? Ja, hallöle. 75%. Ich ahne ganz fürchterliches. Ich auch. Karl ist wieder gehypt. Ich ahne ganz, ganz fürchterliches. Oh. Die Geister, werde ich nun nicht mehr los. Sam, was ist? 21 Einträge in der Produktionsliste. Uah. Ist mal zwei Tage nicht da. Yeti direkt die Welt unter. Ja. Zwei Wochen hintereinander 12 Stunden Streams, das könnten, wenn wir Pech haben, sogar 3 werden. Ja. Aua. Fährst du jetzt wieder links? Oh, du bist doch so ein Depp, ne? Hi, Sam von Nicole. Hallo. So, dann hoffe ich mal, dass das... Kisu, geh mal auf das Gesicht. Da sind die Emojis von Herbie. Yay, 12 Stunden Stream. Ja, wir haben ja schon zwei gemacht. Innerhalb von 2 Wochen. Der letzte war jetzt am Sonntag. Das ist noch ja nicht so lange her. Genau, ein Opigai und Omigai. Danke, Herbie. Nein, so gemein bin ich nicht. Dankeschön. Danke, Thorsten. Danke, dass du mir eine Woche dazwischen lässt. Sehr freundlich. Ich sag extra eine Woche, weil so lange hält er nicht aus. Herbie, hi, und Kaffee holen. Ich würde gern, ich kann auch nicht. Da habe ich nicht viel von mitbekommen vom letzten 12 Stunden Stream. Das macht nichts, Steffen. Der ist auch mittlerweile auf YouTube online. Ja, Teil 1 und 2. Wenn ich LS spiele, rege ich mich auch über die Helfer auf. Ich rege mich nur darüber auf, dass ich nicht Kaffee holen gehen kann. Oh. Hallo, Io. Entschuldigung. Was denn? Alles gut? Einen schönen guten Abend, Io. Hallo, Opi. Wie geht's dem Io? Auch gut. Gut. Hat alles geklappt? Ja, soweit. Das ist schön. Jetzt kann ich das endlich fragen. Jetzt sind ja beide da. Was gab's zum Abendessen bei euch? Rhabarberkuchen. Was? Rhabarberkuchen? Ja. Habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Wir haben heute mittags warm gegessen.
weil wir ja vorhin den Termin noch hatten. Das heißt, wir hatten heute Mittag schon Spaghetti Carbonara. Ah! Und hatten gerade zwei kleine Rhabarberstreuselkuchen mit Quarkcreme. Das war auch sehr lecker. Jetzt fahren wir dem das mal so. Das war dann das gefüllte Nachtisch. Ist Synchro übrigens gleich. Gut. Ja. Kuchen zum Abendessen kann man machen. Guten Abend, Io von Hans. Ja. Synchro. Dann komme ich auch mal auf den Chat. Soweit war ich noch gar nicht. Aber die Gedanken hatte ich. Aber Thorsten musst du nicht tun. Nein, musst du nicht. Wassermarsch von Enrico. Ich komme hier zu gar nichts. Hackbällchen Toskana mit Semmelknödel. Hör, wie dein Essen war. Sah sehr lecker aus. Ja. Die Omi hat. Oh. Ja. Das sind da Kartoffelscheiben in Sahnesoße mit Gemüse und dazu gibt es Backofen-Fischstäbchen. Die sind anders als normale Fischstäbchen. Ja. Ah, die Omi fragt schon, da wäre ich noch zugekommen. Hi, Sam und Io vom Thorsten. Prost, Obi, danke, mache ich sofort. Wie war das Konzert gestern, ihr beiden, von der Omi? Super toll. War schön, war sehr gut. Also es ist natürlich ein bisschen problematisch. Die mussten etwas improvisieren, weil der arbeitet ja mit dem Orchester aus Odessa zusammen. Das ist ja sein Band im Prinzip auch zum Teil. Mhm. Und die haben halt nur 10 Leute aus der Ukraine rausgekriegt. So, ja. Und da war jetzt halt eine 10-Mann-Besetzung von dem Orchester und dann die üblichen anderen Künstler, die dann halt mit ihm dann musizieren. Und die mussten dann halt ein bisschen umdisponieren, was das Ganze angeht. Ne? Aber das haben die eigentlich sehr schön gelöst. Das war eigentlich sehr, sehr gut, was die trotzdem alles abgeliefert haben. Ja, tolle Akustik. Prost. Tolle also eine richtig, richtig gute Bühnentechnik. Tolle Musik, schöne Sets zusammen. Jetzt richtig rum, bitte. Also war ein richtig schöner Abend. Kann man sich geben zum Anhören. Ist das cool. Nein, er fährt nicht richtig kommen. Ich glaube, das war die beste Akustik, die ich in der Lanxess Arena jemals gehört habe. Und ich habe schon ein paar Konzerte da gesehen, aber das hat noch keiner so gut hingekriegt wie die gestern. Dass man wirklich, obwohl es ja nur in Anführungszeichen eine Sporthalle ist, das Gefühl hatte, das ist eine richtig gute Akustik. Hauptsache, ihr hattet Spaß. Ich setze jetzt auf der linken Seite an, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich fange einfach mal oben an. Hallo Herbie. Hallo Nicole, guten Abend. Hallo Hans-Günther. So. Hallo Thorsten. Hallo Omi natürlich, hatten wir gerade schon. Ja. Gut, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich habe beim Schnelldurchgang einfach mal durchgerollt. Hallo, Johnny. Im Schnelldurchgang einfach mal durchgerollt. So. Ich hoffe, ich bin jetzt einigermaßen aktuell. Ja. Sieht gut aus. Und hallo an Chat. Und hallo an Chat natürlich. alle anderen Farbis, die noch da draußen an ihren Empfangsgeräten sitzen. Aha. Und dann hat es sich ja gelohnt, schreibt die Omi. Ja, und auf jeden Fall. Und geht auch schnell von Herbie. Er meinte damit sein Abendessen oder sein Mittagessen, besser gesagt. Mhm. Hallo Uwe, Abend. Moin Uwe. Moin Io. Moin Uwe von Io, von Abend. Lau! Genau. Also eine Mischung aus beiden, ja. Mhm. Jetzt fahr in die richtige Richtung, damit ich endlich Kaffee holen kann, du komisches, gelbes... Nein, ist ja gar nicht mein Trecker, der das macht, sondern... Der Helfer. Ich weiß ja nicht, wie viel der Helfer das jetzt schon ist, aber ich hab sie, glaube ich, bald alle durch. Ich krieg mir mal irgendeinen Traktor und fange an, irgendwas von den ganzen Themen zu machen, die da irgendwie... Ja, ich habe gehört, ihr habt 3-4 Sachen zu... So ein bisschen ist da aufgelaufen irgendwie. So 26 verschiedene Aufgaben. Ich habe schon auf Liste plus 15 weitere zusammengekürzt. Aha. Er macht es, ich kann Kaffee holen gehen. Ist das nicht schön? Endlich. Mein Problem ist jetzt gleich der Steinesammler voll. Der ist bei 61%. Dann kann ich ihn neu ansetzen. Da weiß ich wieder nicht mehr, wo der hinfährt. Einfach in der Mitte ansetzen.
Macht der links rum oder rechts rum? Das stimmt allerdings. So, ich gehe jetzt Kaffee holen. Bis gleich. Bis gleich. Man muss ja beim Palettenlager alles auf Parteien draufdrücken, damit es nicht ausgespawnt wird, ne? Welches Palettenlager meinst du? Das große. Ja. Ja. Okay. Der Komet hat sich in Unkosten gestürzt. Aber es ist cool. Jetzt kann ich endlich mal alles da, muss nicht zwischen den Gewächshäusern fahren, hoffentlich. Ja, nee, das landet alles im Palettenlager, da kannst du jetzt alles abholen. Was auf, also es wird dann unter anderem, das ist wie eine Produktion, das wird dahin verteilt. Mhm. So, wenn du natürlich noch andere Dinge hast, die das empfangen, dann werden die natürlich neben dem Palettenlager auch noch mit bedient. Und da landet dann nicht alles im Palettenlager. Das verteilt sich dann schön. Aber das Palettenlager würde dann auch in die Produktion irgendwann zurückverteilen. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja, ich lasse mich mal jetzt überraschen. Kartoffelbrei wird hier nicht angenommen. Das Einzige, was du jetzt wahrscheinlich am Anfang haben wirst, dadurch, dass du ja Bäckereien hast, wenn du natürlich jetzt die Erdbeeren auf Verteilen stellst, dann wird dir natürlich auch deine Bäckerei vollfahren. Ja. Das kannst du ja nicht ausschließen. Das stimmt. Welches Mehl habe ich denn jetzt hier? Kartoffel. Das müssen wir vorsichtig irgendwo abstellen. Ich spiele mit meinem Drachen. Kirby spielt mit seiner Moräne. Aber es passen nicht so viel Erdbeeren in die Bäckerei. Also du kannst auch, um den Vorteil trotzdem nutzen zu können, kannst du auch einmal die Bäckerei vollfahren lassen. Da passen, glaube ich, 4 Paletten rein. Oder 8. Dann war es das, glaube ich, auch schon. Ich bin am Abendessen und ich spiele mit meiner Schlange. Und da Virgo fragt... Gut, dass du kein Mann bist. Welches Palettenlager ist das? Das ist ein Mod. Also ein PC-Mod. Ein frei... Ich guck gerade. Ein externer, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Jo, schon mal. Mikro an. Frischer, heißer Kaffee. Wir haben 2. Wir haben 2 verschiedene Palettenlager auf der Map. Also das, worüber wir gerade gesprochen haben, das ist von Seabox Gamer und das ist ein Palettenlager für alle Paletten mit 375.000 Liter Kapazität. Und das funktioniert im Prinzip wie im Ein- und Ausgangsmäßig wie eine Produktion. Das heißt, du kannst deine Produktion auf Verteilen stellen und die lagern dann auch automatisch in das Palettenlager um. Und gleichzeitig kann man den Ausgang des Palettenlagers auch auf Verteilen behalten oder was auch immer stellen. Und das verhält sich dann genauso, als würde es aus der Produktion rauskommen. Wieder da! Wippie! Winke, winke zurück! Ja, winke, winke! Bin auch von Johnny, danke. Vom Uwe, danke. Vom Hans, danke. Alles hier an der Schuld. Nein. Du hast damit als allererster angefangen. Ich kann doch nichts für die Melodie. Du musst doch nicht ausgerechnet so weit den Opa vom Kopf knallen. Und Seestern haut einen Moin raus. Seestern, dir auch einen schönen Mittwochabend. Danke von Vigo. Bitte. Moin. Weil das andere Palettenlager, was wir sonst haben, das ist ein bisschen günstiger. Das ist das unterirdische Palettenlager. Das stammt, glaube ich, aus der Community von Archimobil. Genau. Das ist aber dann, das ist aber dann zu beschicken wie eine wie ein Silo. Da ist das zu beschicken. Ja. Das ist im Prinzip ein Silo für Paletten. Besser als die Weihnachtsmelodie, stimmt. Ja, wir kriegen es bestimmt hin, noch eine Runde. Flackert bei dir auch die Elmquie-Karte? Du malst im Hintergrund mal ab und so die Bäume. Ich glaube, das haben alle Karten. Ja. Ansonsten eigentlich gar nicht. Nö, sie hält sich für das, was wir hier tun, hält sie sich wirklich, wirklich tapfer. Ja.
Die haben uns schon ganz schön gequält, die Karte. Ja. Ich glaube, wir haben selbst die maximale Anzahl Produktionen schon überschritten. Guck mal! Aber das bei mir sind es nicht nur die Bäume. Liter, ne? Dann solltest du mal die Karte neu aufziehen. Wie war der Moddername von Virgo? Achimobil. Nee, das war das unterirdische Palettenlager. Und das andere war Sidox Gamer, heißt der S-I-D-O-X, irgendwie so ähnlich. Warte mal. Ungefähr so. Ungefähr so. Genau. Unter guten Tagen anders. Was meinst du mit neu aufziehen? Einen neuen Spielstand anfangen? Oder? Die Karte aus deinem Mod rausschmeißen, aus deinem Mod-Ordner und neu runterladen und neu in den Mod-Ordner einfügen. Aber das ist ja die Standardkarte, ne? Aha. Kannst du gar nicht. Du kannst nur einen neuen Spielstand anfangen. Und gucken, ob es dann weg ist. Wenn nicht, müssen wir so weitermachen. Ja. Ich schreibe dir den Namen. Standardkarte. Darf ich den Namen da reinschreiben? Ja. Okay. 100 Bits vom Uwe. Danke, danke, danke für die 100 Bits, Uwe. Dankeschön. Ganz, ganz großes Dankeschön. Dann kannst du nur testen, dass du mal einen neuen Spielstand für dich anfängst und gucken, ob dieselben Probleme da sind. Dann kann das sein, dass du... Ja, ein Bug in der Karte aus. Kannst du nichts gegen machen. Ich muss sagen, ich hatte es tatsächlich noch gar nicht. Mit den flackernden Bäumen. Doch, ich habe es vor kurzem, habe ich das doch gezeigt, sogar im Stream. Ich glaube, es war sogar im 12er. Ja, da war eine andere Karte. Ja, das bei dir habe ich es gesehen. Ich hatte es aber tatsächlich noch nie. Und da ist der Discord-Link. Oder mal deine Grafik runterschrauben. Oder höher. Muss er spielen mit. Muss er ausprobieren. Oder ein Modfehler, ja. Kann auch sein, dass irgendein Mod eine Blockade macht und da deswegen der passiert. Viele Möglichkeiten. Zu viele Bäume auf einem Haufen, zu viele Ballen auf einem Haufen. Zu viele Paletten auf einem Haufen, da fällt mir ganz viel zu ein. Ja. Ich auch nicht, oder IC? Wenn IC eine Abkürzung ist, gar nicht schlecht bei das komische Opa-Ding. Mir ist nicht aufgefallen. Nee, auf der Map eigentlich nicht. Beim letzten Mal war es ja auf einer anderen Map. Oder warst du auch bei den Bäumen, ne? Ja, war es bei den Bäumen. Bei den Herbstbäumen. Genau. Ja. Die schönen orangen Herbstbäume. Viele bunte Ballons. Und du warst auch bei deinem Wald. Ja, wo ich genau war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass im Hintergrund die ganzen Bäume immer an und aus gingen, geflackert haben. Ja. Sah sehr hübsch aus. Io. Danke von Virgo. Ja, Ding. Wir werden heute noch Wasser fahren müssen, so viel ich weiß. Ich auch. Ich muss mal eben durch meine Wahrsagen hier gehen. Oh ja, wir werden Wasser fahren. Silage, Mist, Gülle. Mann. So hätten alles zwar noch Milch musst du bestimmt. Gezeigt, Mehl aber... null. Milch musst du bestimmt auch umfahren. Hafermehl, Hafer, wir haben kein Hafer mehr. Mehl 0, klasse. Brot. Was ist denn mit unserem Hänger passiert? Ja, das habe ich auch gesehen. Das habe ich gestern Abend schon im Stream gezeigt. Da bin ich auch hingelaufen. Euer Hänger ist im Boden eingesunken. Nein. Nein. Er steht auf dem Mähdrescher. Auf dem Mähdrescher? Ja, ja. So mit dem Hintern. Ich hab schwebenderweise auf dem Mähdrescher. Ich habe doch vorhin noch geguckt. Kannst du mir in den Traktor springen? Ja. Ja, das war gestern nicht so schlimm. Das heißt, euer Mähdrescher bewegt sich. Nein, ich glaube, der Anhänger bewegt sich. Oder der Anhänger bewegt sich. Ich würde ja auf den Anhänger tippen. Okay, also müssen wir den LKW da dran lassen, dann wandert er nämlich nicht. Gut zu wissen,
dass wir wandernde Anhänger haben. Ich dachte, das Phänomen wäre eigentlich aus dem 19er, dass Fahrzeuge durch die Gegend hüpfen. Oh, ja. Echt? So. Ja. Stell dich mal wieder dahin, wohin er hingehört. Ich bin gestern nochmal live hier rangegangen und da war der bei weitem noch nicht so weit nach hinten gerutscht. Hm. Wandertat, ja. Jetzt für was Besonderes. Dann parken wir ihn mal ein. So, dann kann ich ja wieder zurückhüpfen. Interessant. %97, so. Der ist voll. Ruhe jetzt. Ich würde die Milch übernehmen. Ich würde nämlich danach Wasser fahren wollen. Okay. Du weißt ja, wo meine Gewächshäuser stehen, ne? Ja, mein Bedauer. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Sam. Ich sag Bescheid, wenn meine 10 Einträge weg sind. Da hüpft er einfach, dieser Anhänger, durch die Gegend. Wer hat denn den Anhänger hier hingestellt? Fürchterlich. Keine Ahnung, Opi. Der ist ja auch schon runtergehüpft. Nee, den hab ich da abgesetzt. Dann stell dir mal ein paar Schneidwerkswagen nebeneinander. Ich sag dir, das große Wandern. Ja. Oder die Ballenloader, die ich auf der anderen Map habe, die darfst du nicht neben die Steineloader stellen. Die verbinden sich dann alle. Dann ziehst du alle mit auf einmal durch die Gegend. Ciao, vielleicht gucke ich nachher nochmal vorbei. Karl, lass es dir gut gehen. Schönen Abend noch. Später eine angenehme Nachtruhe. Danke fürs Reinschauen. Bis später, Karl. Ciao. Bis später, Karl. Hey, ich verkaufe jetzt eine Kuh. Mu. Mu. Ja, ich müsste eigentlich den zweiten Stall da hinsetzen. Naja. Muss gerade erstmal Tagesgeschäft machen hier. Thorsten, tschüss an Karl. Gleichfalls, danke. Ist doch kein Problem, ich verkaufe genau eine Kuh. Wenn ich eine Kuh verkauft habe, ist die Meldung weg. Aha. Ich fange da hinten an. Ich gehe da. Nee, wir haben eine angefangene Bahn. Die. Ich habe tatsächlich auf einem Feld vergessen, zu. Mulchen. Warum kann ich mir das Wort Mulchen nicht merken? Keine Ahnung, fressen ist es jedenfalls nicht. Abbilden. Sidox hat aber einige gute Lager gebaut. Oh, wir brauchen noch ganz. Würdest du auch noch Heu in den Kuhstall fahren? Ja. Da ist nur noch ein ganz kleiner Fleckchen. Also bis jetzt bin ich auch sehr begeistert von dem Lager. Ja. Bisschen Fummelarbeit, das alles einzustellen, aber sonst. Ja, du hast ja auch ungefähr 800 Einträge gefühlt. Ja. Nee, ist im Prinzip auch ein cooles Ding. Ne? Das Einzige, was mich ein bisschen daran stört, wir haben nicht so viel Platz. Das ist relativ groß, das Teil. Und es ist auch relativ, für den Anfang war es relativ teuer in Ingame-Währung, ne? Weil das kostet irgendwie 350.000 Euro. Und das unterirdische Palettenlager, das kostet 25. Allerdings muss man dann die Beschickung und die Entnahme halt händisch machen. Genau, deswegen habe ich ja noch drauf gespart, auf das Große. Ja. Das wird sich für mich auch lohnen mit dem ganzen Gewächshäusern. Dann würde er von alleine sortieren. Ja, brauche ich nur noch rauszuholen. Hm. Einen Platz habe ich, glaube ich, genug, da wo das alte steht. Jo. Aber du kannst da keine Chips und so einlagern, ne? Das geht nur die Standardprodukte, die es im Spiel gibt. Die Chips, die brauche ich nur. Aufladen, um die Kurve fahren, abladen. Das ist bei dem anderen aber ja auch so. Also das würde für Opi ja keinen Unterschied machen. Aber dieses zwischen den Reihen rumgegurke wäre weg. Genau, durch die Gewächshäuser da. Genau. Weil bei mir stehen die ja jetzt auch so abhängig da alles. Er macht es richtig rum. Ja! Wow. Du bist der Beste, endlich mal. Juhu! Du darfst bleiben. Du bist trotzdem nicht eingestellt.
Frischer heißer Kaffee. Das Gesicht vom Helfer. Wir haben ein tolles Portalzünder, das übernimmt alles, nur die Paletten müssen angeliefert werden. Ich hab ein tolles Portalzünder. Aha. Mhm. Nicht so laut, sonst war es da schon wieder. Ja, ich weiß, Omi. Deswegen habe ich ihm auch direkt gesagt, der wird trotzdem nicht angestellt. Hui. Aber wir haben doch noch Heu da liegen. Ja, aber ich muss das reinschmeißen. Ja, einfach als Ballen. Ja. Nee, einstreuen, innen auch. Ja, das ist Stroh. Das ist Stroh, das muss ich innen reinschmeißen, genau. Deswegen habe ich den mitgebracht. Aber da fehlte noch mehr, das fiel mir gerade erst auf. Doch, das war das, was ich versuchte dir zu sagen, dass du noch bitte die Heuballen, die da außen neben dem Lader liegen, bitte da hineinschubsen. Mögest. Dann müssen wir auch noch ein bisschen Heu basteln. Das müsste für den Stall aber reichen. Oh, da hinten steht noch immer mein Tank-LKW im Wasser. Ja, von gestern Abend. Ja, ich hab. Darf der heute baden? Ja, der hatte Badetag beim letzten Mal. Steht da zum Einweichen. Nein, der soll wachsen. Ach so. Gießen reicht nicht, die müssen getaucht werden. Ist immer noch Milch, oh Gott. Ich fahr halt wohl mal ein paar Mal Milch. Da sind ja noch 35.000 Liter drin. Der kriegt schon schrumpelige Reifen, Obi. Das macht nichts. Dann fährt er smoother. Hat er mehr Grip. Mhm. Ufer. Das hat bei dir auch nicht geholfen. Nee. Danke, Omi. Ja, klasse. Nee, ich war eine Wasserratte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, ja gut, viel größer war ich auch nicht als eine Ratte. Aber das hat nicht geholfen, dass ich wachs. Gerne, danke Omi. Das Schrumpelige, das funktioniert auch bei mir, ja. Sogar ohne Wasser. Ja, so einfach sagen, weißt du was, Frau, wir holen uns einen Kajak, dann fahren wir raus bis zur Boje, das war eine Seemeile entfernt. Mhm. Dann bin ich da ins Wasser und bin wieder zurück geschwommen. Ohne Übung, ohne Training, einfach rein und gib ihm. Ah, das ist ja eine Frau mit einem Kajak. Die hätte ich ja wieder raussammeln können. Naja. Die musst du dann alleine paddeln. Ich würde niemals ohne Sicherheit sowas machen. Ich glaube, es ist voll. Herbie, geh du mal schön Kaffee holen. Mach mal. Gülle hat übrigens 100.000 Liter. Damit ist sie voll. Also ich kenne nicht viele, die so auf Anhieb in Wasser springen und über einen Kilometer schwimmen. Nö, das stimmt. Auf Anhieb ins Wasser springen? Nein, danke. Die meisten machen schon nach zwei Bahnen in einem Becken schlapp. Wasser ist voll. Aber ich muss dabei sagen, war Salzwasser, kein Süßwasser. Prost. Ich glaube, da wäre mir Süßwasser lieber gewesen. Ob ich da dem Süßwasser schaffe, weiß ich nicht, weil da ja wesentlich weniger getragen wirst. Naja, die Ausdauer oder das Schwimmen ist ja gleich im Endeffekt.
Die Bewegungsablauf. Der Bewegungsablauf, ja, du brauchst aber viel, viel mehr Kraft. Ja, wenn er aber jetzt nicht gerade im Toten Meer schwimmen geht, ja, macht das nicht so viel aus. Doch, das merkst du gewaltig. Das merkst du gewaltig. Vor allen Dingen, wenn du aus dem Kraulen rausgehst und dann in eine Rückenlage gehst und dann weiter schwimmst, merkst du das so, boah, wie schön du auch schwimmst und dich erholen kannst. Hans, danke. Danke. Aber Lars war das. Das werde ich wohl nie wieder machen. Nein. Ich habe ja jetzt eine neue Sportart. Controller daddeln? Nein. Umhängen? Fauli-Yoga? Stimmt, Fauli-Yoga. Und Langstrecken-Iowaden beißen. Oh. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Wann wird denn das olympisch? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige. Ja, dann ist ja die Goldmedaille doch schon mal sicher. Das stimmt. Ja, du hast dann auch eine neue Sportart, ne? Genau. Löcher tackern. Löcher. Vor Opi wegrennen. Die Alten und ihre Kriegswein? Was sind Kriegswein? Mach Strom drum, Io. Ja, da verpasst er sicher selber eine. Irgendwie. Was sind Kriegswein? Ich brauche eine Hose mit Elektrolitze drin. Keine Ahnung, Io darf nur keine Entzündung davon bekommen. Nein, Omi, nein. Vielleicht soll es ja Kriegswunden heißen. Weiß ich nicht, deswegen frage ich ja. Und die Stellen, die sich entzünden, Omi, schneiden wir ganz vorsichtig raus. Ganz vorsichtig. Wir erinnern den Opi auch immer schön dran, bevor er zubeißt, muss er einmal Zähne putzen. Pfeilen. Pfeilen. Heldenhafte Geschichten von damals. Nee, das war nur eine persönliche sportliche Leistung. Keine heldenhafte Geschichte. Du bist fies? Ja, Omi, ich weiß. Aber ich bin das liebste Fiese, das Obi, was ich kenne. Fiese, das Opi. Ja. Ist Bescheid. Der einzige, das Opi, den ich kenne. Ja, es gibt nur einmal das Opi. Ah, ist das schön. Ich glaube, wenn ich den Io irgendwann in meinem Leben treffen sollte, ich kriege direkt eine geschossen, die mich überschlagt. Das hasse ich jetzt beim Badenbeißen. Oder der hängt mir eine Regenrinne. Genau. Komm bei mich bei, Kleiner, dann bist du wärmer. Ja, ne? Ich wäre nicht so fies zum Io, wenn ich dich nicht so gerne hätte. Also, Omi, weißt du doch. Ja. Genau, das ist deine ganz eigene Art, mir das zu zeigen. Ja. Kommst du ins Bällebad? Ich glaube, da darf ich nicht rein. Da ist der Komet im Mont Flint. Genau. Ich habe schon wieder Tränen vor lauter Lachen. Oder Grinsen oder sonstiges. Kommst du zu mir ins Bällebad? Ja, was auch immer. Dann komme ich da aber rein. Aber so groß ist das Bällebad nicht mehr. Nee, ich habe es gesehen. Da steht nicht mehr viel. Ja, wir müssen unbedingt wieder neu Bällebaden. Ja, das ist eine zeitpressende Angelegenheit, die ganze Geschichte, ne? Ja, zumal ich diese Woche mehrere Tage keine Zeit habe. Ja. Ich muss mich ja jetzt auch irgendwann noch, wenn Wetter wieder reicht, um Rübchen kümmern und alles. Genau. Da fallen wieder ein paar Tage raus, also... Das ist genau das, was ich gesagt habe. Sobald das losgeht bei euch, ist das vorbei mit ständig mach.
Genau. Hallo Mädels vom Patrick. Patrick, dir auch einen wunderschönen guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend zusammen. Hallo. Hallo, aber Patrick, wenn man auf unseren Kontostand guckt, wir werden nicht direkt pleite gehen. Wenn. Nee, ne? Nee, ihr könnt euch jetzt genug Helfer leisten. Ne? Wenn wir mal ein paar Tage wechseln. Nee, da bin ich zu geizig für. Na, aber Patrick, grüß dich. Io, 1,6 Millionen, die haben doch. Die haben doch. Geht doch nach Hause. Geht doch nach Hause. Ich glaube, da wo dieses tolle Sofa hier steht, ich glaube, da bin ich zu Hause. So, ich hab 1,6 Millionen Schulden. Da kann ich mithalten, oder? Mann, nee, kann ich nicht mithalten. Ich habe nur 865.000. Schulden? Was macht ihr da? Na, Schuldenwettkampf. Wer hat am meisten Schulden? Nein, okay. An Patrick vom Thorsten. Was bitte? Opi hat die meisten Schulden. Ja. Okay. Ja, aber alles kalkuliert. Ja, ist auch so. Das ist auch gemein, die beiden spielen zu zweit und die anderen nur alleine. Nur, das ist halb so wild, dafür sind die nur in den Winterzeiten dazu fähig. Und haben ja auch trotzdem nur einen Hof. Ist ja nicht so, als hätten wir doppelt so viel Startbudget gehabt oder so. Nein. Können nur manchmal zu zweit arbeiten, statt mit Helfer. Die. Und ich darf mich für morgen Abend schon wieder abmelden. Morgen Abend ist schon wieder Vorstandsversammlung. Hui! Ja. Ich wünsche dir dann schon mal viel Spaß beim Zuhören. Und parallel dazu Schulung. Genau, und dazu Fachübungsleiter-Fortbildung. Oh Mann. Ich mach zwei Online-Sitzungen gleichzeitig. Bin gespannt. Hauptsache zwei Bildschirme. Hier mal Ton, da mal Ton. Die es nicht anmerken lassen. Genau, nicht anmerken lassen. Vor allem nicht in den falschen Chat, dass eine von der anderen Seite antwortet. Das ist dann irgendwie. Ich fasste heute wirklich, was gab's bei euch zu puttern? Bei mir gab's noch gar nichts, bei mir wird's aber was geben. Fischstäbchen mit Kartoffeln, Sahnesoße und Gemüse. Bei uns gab es Spaghetti Carbonara und Rhabarberstreusel. Bei mir gab's heute Pizza. Nicht schlecht. Du bist schon ein bisschen pizzasüchtig, oder? Ein bisschen, so. Was gab es denn bei unseren Zuschauern sonst so? Was gab es denn bei Anja? Heute Abend zwei Pinguin. Oh, nicht schlecht. Ich habe aber noch für die Nudelsalat. Ich wünsche schon mal ihr und Sam alles Gute zum Geburtstag, frohe Ostern, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Hä? Hä? Weil die erste Winterzeit dann wiederkommt. So lange sind wir dann doch nicht weg. Wer ist der Io denn morgen Abend da? Das hängt vom Wetterchen ab. Wenn es morgen regnet, ja. Ah, dann hoffen wir mal, dass es nicht regnet, wenn der Boden gut ist. Genau. Bei mir gab es seit langem wieder Pizza. Was denn für eine, Nicole? Und wir müssen doch wissen, was da drauf ist. Falls es rappelt, ich bin schuld. Ja, ist in Ordnung. Gut. Lass mal rappeln. Ich fahre mit meinem vollen LKW, der kann sowieso nicht schnell. Also die Marmeladenpaletten halten sich tapfer. Der LKW ist bis oben hin voll. Ich bin morgen nicht da. Oh, Patrick. Du musst arbeiten, ne? Schnuckelchen. Nachtzug. Ich versuche da zu sein. Falls deine Müdigkeit dir das erlaubt. Jo. Ansonsten bin ich zur sprachlichen Unterhaltung da. Dankeschön, Anja.
Das machst du immer sehr schön. Das ganze Wochenende. Und ein knatschoranger Komet. Da ist Foto von Pizza. Was ist denn da alles drauf? Gott, oh Gott, oh Gott. Schinken, Salami, Käse. Was Grünes? Irgendwas Grünes? Jetzt ist Brokkoli oder so? Oder Paprika? So Paprika sehe ich da, ja. Was fährst du denn da spazieren, Komet? Die sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Weizen, aber wenn der LKW voll ist, dann ist er sehr, sehr flott unterwegs. Ja, das haben wir letztes Mal gesehen bei mir. Der kann ja mal richtig. Ich glaube, das wird das nächste sein, was ich umtausche. Salami, Schinken und Paprika. Cordon Bleu mit Pommes war auch lecker bei mir. Und das kann man auch machen, ja. Cordon Bleu schmeckt immer gut. Ja. Cordon Bleu. Schon lange nicht mehr gegessen. Die macht die Omi immer selber. Ich würde dir meinen LKW ja mal zum Testen leihen, damit du mal gucken kannst, ob der PS-mäßig ausreicht. Aber ich brauche ihn gerade. Ja, meinen kannst du auch nicht haben, ich muss gleich Wasser fahren. Alles gut. Er schafft es ja. Dann steht der LKW noch da, wo er es sein soll. Er fährt eben halt nur 20 oder 25. Meiner zieht noch Wasser. Darf nur nicht bergauf gehen. Das ist jetzt unfair, jetzt kriege ich Lust auf Pizza. Mann. Filetspitzen vom Huhn an feinem Kartoffelreibling. Was haben wir heute Mittwoch? Im Nachgang die längste Praline der Welt. Ja. Okay. Die ersten zwei Sachen, ja, die. Nein, das letzte kannst du dir. Nein. Kein Duplo? Nee. Der Pizzadealer unseres Vertrauens hat heute Feiertag. Hat Ruhetag, es gibt keine Pizza. Ruhetag. Ja, ich hab's gehört. Oh. Mann. Sonst hätte ich dir ja gesagt, dann besorg dir eine, aber. Wir haben doch gerade eben schon Kuchen gegessen. Hallo? Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Ja. Wieso ist der Steinesammler voll? Was schaffst du? Der Steinesammler, der Feld ist leer. Oder meinst du deinen Steinesammler? Opel Steinesammler voll, der ist bei 81%, ist nicht voll, aber Feld ist leer. Du bist auch voll, Patrick. Voll Banane. Aber sowas von Banane. Banachiquita. Ja. Ja, Chiquita ist ja eigentlich die Premium-Variante, ne? Aber nicht bei uns. Bei uns ist das ein Abklatsch. Wir sind die Hyperbananen, ne? Das ist schon mal klar. Ja. Wenn der Opi schon einen bananengelben Traktor fährt. Banane. So. Oh, oh. Einen Steinesammler reparieren. Vorsichtig. Okay, jetzt habe ich Stroh. Dann brauche ich. Dann fahre ich das ins Silo. Komm. Was wird mir der denn beim Reparieren kosten? Das ist gar nicht teuer. Aber warum soll ich das Geld rausschmeißen? Irgendwas hat da gerade geplinkt. Ja. Der Patrick haut 600 Bits raus. So, immer mal testen, hup, hup. Danke für deine 600 Bits. Danke, 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 danke. Ihr wollt doch jetzt nicht noch die immer kaputt machen. Ihr habt mich gerade schon total durcheinander gebracht. Liefertransportauftrag abgeschlossen. Wow. Oh. Und schon ändert und bin schon wieder weg, gehe wieder in den Waagerechte, bin noch nicht mehr der Jüngste, die nächsten hängen im Nacken. Die Nächte hängen im Nacken. Ja, so ist das, wenn man älter wird, ne, Patrick? Aha. Und vollgefressen ist und dafür einen Fasttag einlegen muss, weil man vollkommen übertrieben hat. Ja, sehe es, Thorsten mit 57 Pro. Oh, Anonymous haut 1500 Bits raus.
Ah, Mama, danke schön. Danke für die 1500 Bits. Danke, danke, danke. Oh, dieser Geist. Ich mag den Geist. Ich auch. Wo sind die Ghostbusters, wenn man sie braucht? Solange der Hype-Gen nicht angemacht wird, ist das alles halb so wild. Alles gut. Nein, nein, nein. Ich bin ganz harmlos, ich tue nichts. Gut. Io, aber nein. Du weißt schon, dass du es rausforderst, oder? Na, würde ich nie tun. Na gut, dann eben nicht. Die. Geist sagt bitteschön. Dankeschön, 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 Geist. Dankeschön, Thorsten. Den darf ich zurückfahren? Nein, ich sag nicht mehr, lasst es sein oder sonst was. Das ist. Der Patrick haut nochmal 500 Bits raus. Dankeschön, Patrick, dankeschön. So, für die Banane und Posttraktor. Danke. Ich kann da eh nichts dran machen. Der das machen will, der das Ding abschießt, der macht das einfach. Aber es macht schon ungefähr ein Viertel mehr Spaß, wenn du vorher gesagt hast, wir sollen es nicht machen. Dann macht es nicht. Kreditkarte wird nicht weggenommen, das geht von der Girokarte weg. So. Ja, bis die Girokarte weg ist. Irgendwas muss der Patrick doch das Hotel bezahlen. Ja, weil irgendwann hat der Patrick keine Hände mehr. Da hat die Frau dem nämlich die Hände abgehackt. dann tippt er mit der Nase weiter. Und der Armin haut natürlich den Hype-Train an. Die Dankeschön. Emma ist aus dem Lock schon. Dankeschön, das darf Armin. Danke für deine 300 Bits. Danke, danke, danke. Sehe ich noch alles gar nicht. Du bist viel zu schnell, Anja. Dürfte ich eventuell mein Stream vorlesen? Level 2 bei 36. Ja. Mhm. Was nicht machen von Armin. Also, wenn bei 92 Euro kein Train rennt, was geht dann los? Und mittlerweile rund 100.000 Bits von Vigo. Komet haut auch nochmal 100 Bits raus. Danke, Komet. Ganz großes Dankeschön. Danke, danke, danke. Und Patrick haut nochmal 500 raus. Komet ist ja nicht mehr schuld. Danke. Das merkt meine Freundin nicht, da hat sie keine Übersicht. Ach so. Nebelhorn, Überraschung. Du weißt, dass deine Freundin eine Frau ist, ja? Dann knickt das mit dem, die hat keine Übersicht. Wie sagte die Omi das doch schön? Wir haben zwei Konten und ich die Nummer. Mhm. Und der Armin haut nochmal 300 Bits raus. Dankeschön. Und Anonymous nochmal 1500. Oh, ihr seid doch... Leute, ich komme wieder mit meinem Trecker nicht bis zum Ziel. Dankeschön. Ganz großes Dankeschön. Danke, Armin, für die 300. Danke. Danke, Komet, für die 100. Nebel für die 500. Anonymous für die 1500. Oh, Emma fährt super mit den neuen Rädern. Ja, anscheinend fährt die sehr gut. Du hast schöne Arbeit geleistet. Die Räder ausgetauscht. Ihr seid vollkommen Fritte. Ach, wisst ihr was? Habt ihr jetzt davon? Ich drehe mir jetzt ein. So. Könnte mal irgendjemand versuchen, was am Marsch rauszuhauen? Ihr wollt nur haben, dass ich wieder komplett daneben hänge. Habt ihr schon. Danke. Wenn's nicht... Prost, da ist die Omi hat's geschafft. Oh, bei mir nicht, die Karte ist im Wallet nur drin. Ach so. Danke, Omi, danke, danke, danke. Sonst hätte ich mich zum Laptop bequemt. Ich hatte das gerade offen, und wollte Enter drücken. Genau, ich auch. Und dann ging's nicht mehr. Aber die Omi war schneller. Und 100, ich krieg noch nicht mal den blöden grünen ganz hier ab. Fürs Räder wuchten 100 Bits vom Armin. Danke für die 100 Bits. Und der Patrick haut nochmal 500 Bits hinterher. Ah, schon wieder weg? Nee. Was? Ah, schon wieder weg? Nee. Was?
Nee, nee, nee. Sorry, tut mir leid. Knopftest zum Abschluss. Oh, ihr seid fertig mit der Welt. Haben wir noch Silage da hinten liegen? Wassermarsch. Ja. Ah, schon wieder weg. Die Omi war schon. Nein, jetzt gebe ich das Wasser in den Kaffee. Nein, Mama. Mama. Mensch. Ihr seid so gemein zu mir. Klasse. Fun Fact. Das ist einem Kumpel von mir passiert. So ähnlich. Der hatte der hatte immer beim Zocken eine Flasche Cola auf dem Tisch stehen gehabt, aus der er getrunken hat. Ja. Und eine leere Flasche Cola, wo er dann seine gebastelten Überreste hingepackt hat. Das ist mir auch schon passiert mit Dosen. Und Anonymous haut nochmal 5000 Bits raus. Dankeschön. Ganz großes Dankeschön. Die Omi schreibt lecker. Herbie schmeißt dich weg. Herbie, hallo und wach. Herbie? Prost erstmal. Anonymous, danke, danke, danke für die 5000 Bits. Prost. Zum Wohl. Prost, jetzt weiß ich auch, warum dein Kaffee immer nie leer wird. Nein, das ist mir jetzt zum ersten Mal passiert. Die Kaffeetasse stand nämlich da, wo sonst das Glas hinstellt zum Einschütten. Geist sagt, alle gute Dinge sind drei. Hast du deinen Geist schon mal zum Arzt gebracht oder so? Vielleicht hat er irgendwelche Probleme. Groß von Armin. Weißt du, es gibt da bestimmte Ärzte für Geister. Ja, das gibt doch Geistologie. Groß von Armin, Groß von Hans. Keine Ahnung, Patrick. Danke, Thorsten. Ganz, ganz großes Dankeschön dir. Dir und deinem Geist. Ist das vielleicht dein Bananengeist? Kannst du jetzt da oben dem Upi Hallo sagen? Ach, der steht da oben geparkt. Ja, ich komme da eh nicht weiter. Irgendjemand wollte hier gerade hinkommen. Ich steig doch mal aus, dann könnt ihr da reinspringen. Und Patrick haut nochmal 500 Bit raus für die Omi. Dankeschön, Patrick. Ganz großes Dankeschön. Danke, danke, danke. Du heiliger Faultier. Ich wollte gerade sagen, betest du jetzt ein Faultier an, oder was? Komm mit. Gott. Oh, du heiliges Faultier. Also, dass wir alle Banane bleiben. Thorsten schreibt, ja, dann ist sein Bananegeist. Ja, ja. Ihr seid schon bei 97%. Ja, ist okay. Oh Mann. Guten Tag. Das heilige Faultier. Ich stehe hinter dir, Schnucki. Und ihr auch. Danke, Patrick von der Omi. Moin, Altenheim, Slow mit Anhang und Chat. Von Hesse. Nee, von Hese. Hese, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hese, sei gegrüßt. Gerne genau. Dafür, Omi, für. Dass du Opi immer. Rettest, bevor er vom Schul fällt. Komm, komm hin, komm. Alles gut. Woher ich bring dich in Bällebad. Io, ja, Komet. Da läuft er in unseren Garten. Hallo? War sie verloren? Ich sehe sie nicht mehr. Doch, Komet ist wieder hier. hast du den Io abgehangen? Ja. Das ist der neue Gottesdienst jetzt vom Trecker, der heilige Faultier. Ja. Da ist Komet, da ist Io. Der Armin haut noch 100 Bits raus. Dankeschön, Armin. Danke, danke, danke. Damit habt ihr Level 4 abgeschlossen. Ganz großes Dankeschön. Ich dachte, die Traktoren sind vom Fahren gemacht, nicht zum Stehen. Nein, das sind Stehtraktoren. Da hast du dich falsch informiert. Die sind speziell dafür gebaut worden. Das ist Deko für die Landschaft. Gut gemacht, um Pause zu machen. Guck mal, ein gelber und ein grüner Anhänger. Das passt dich doch perfekt in die Landschaft ein. Tag. Vor allen Dingen, Tag. Ich sehe. Achso, du bist beschäftigt, Sam. Ich muss Wasser fahren. Ich auch. Ich fahre mal weiter. Mein Puls geht langsam wieder auf normal zurück. Dankeschön fürs Rumtoben.
du rennst echt zurück, anstatt du hüpfst. Woraufhin er von der Brücke springt. Ja. Ob es das jetzt aber unbedingt besser macht. Und Patrick haut nochmal 100 Bits raus. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Eine Spende für den Meister. Ich hatte ein bisschen Angst, Opi hinter mir zu haben. Nein, ich bin links gefahren. Ich bin extra links gefahren. Welcome to the Sand. Also, hüpft er da runter. Muss ich jetzt nur noch auf das Dach von dem Fahrzeug stellen und da runter springen. Triple X? Mann. Die sind schon wieder bei 30% bei dem grünen Balken. Ihr habt doch Fruchtfliegen im Kopf. Fruchtfliegen? Er hat Angst, dick zu werden. Laufen ist gesund. Ab einem gewissen Alter ist das vollkommen normal mit dem Dickwerden. Fruchtfliegen, ja. Bei den Sumpfs in der Birne. Ich habe heute 75 Säcke a 25 Kilo Mehl getragen. Gut, dein Fitnessstudio für heute ist erledigt. Verstanden. Mhm. Angeber. Ja. Ich habe heute 2 Hype-Trains überlebt. Auch nicht schlecht, Opi, auch nicht ja, schlecht. Ne? Und der dritte läuft noch. Nee, das ist der zweite. 100 Bits vom Patrick. Dankeschön, Patrick. Danke, danke, danke. Hallo, eine Spende für den sportlichen Komet. Hast du schön gemacht. Nicht schlecht, Komet. Jetzt danke, aber wirklich Patrick. Couch-Watching machen. Mach das, Patrick. Mach das. Schlaf schön, angenehme Nachtruhe. Bis morgen. Ja. Ciao, ciao. Gute Nacht, Patrick. So, wo darf ich jetzt hin? Ich darf Wasser fahren. Für alle ein warmes Getränk. Dankeschön, Anja. Danke sehr. Gute Nacht, danke sehr. Patrick. Nicht lieb. Prost. Nacht, Patrick von Armin. Gute Nacht, Patrick. Schlaf gut. Beobachte deine Couch. Heute ziehen wir auf jeden Fall das Wasserfahren durch. Ich auch. Wir haben noch die Liste plus 5 weitere. Näher ich mich dem Ende. Also ansehen und walzen schaffe ich heute nicht, also kann ich nachher ernten gehen. Vielleicht und gute Nacht von Thorsten und Patrick. Ein bisschen von den blöden Rüben noch. Ich guck mal. Ja. Die liegen. Ich glaube, der Roder steht noch komplett voll da. Ich habe beim letzten Mal einen Bunker mehr gerodet. Ich habe die Hoffnung, dass du dich dem Gras annimmst. Was für einem Gras? Dem Heu-Silage-Schnitt. Ah ja. Wo der LKW badet endlich mal. Ja, der muss ja auch mal sauber werden. Ja, die ganze Nacht da drin gestanden. Zum Einweichen. Und jetzt beim Fahren fällt der Dreck ab. Ja. Solange nicht plötzlich der Lack Wellen wirft. Doch, dann ist es halb so wild. Dann sieht er mir ähnlicher. Keiner sagt was? Oh, ist ja noch schlimmer, als wenn jemand was sagt. Kichern zählt nicht? Nee, das war... Nein, ich hatte eher so an viel, viel schlimmere Aussagen gedacht als Kichern. Die können auch nett sein, manchmal. Hast dich aber selber schnell verbessert, ne? Ich will ja nicht immer nett sein. Das macht ja. Wo bleibt denn da der Spaß im Leben? Ach so. Ist aber in Ordnung. Ich verstehe das. Ich bin nämlich auch immer nett. So, für 5 Tage ist Sam für Emma zuständig. Bitte pflegen Sie gut und immer ordentlich Fett reindrücken. Jawohl, Emma pflegen. Verstanden. Derby, YouTube-Channel. Dankeschön. Komet hat das winkende
Federvieh gekriegt. Ja. Was haben wir? 5 Tage, Patrick? Ja, anscheinend ist er 5 Tage lang nicht da. Vielleicht kommt er ja bis nach Zürich. Da hielt sich doch sein Kaffeebecher aus, oder? Den hat er schon wieder. Den hat er schon wieder. Ah. Wir werden sehen, ja. Wir werden sehen. Da hast du recht mit. So ähnlich habe ich gerade auch gedacht. So kenne ich die Frauen nur, wenn sie wollen, können sie nett sein. Nein, 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 nein. Männer sind ja auch nicht anders. So, ich werde jetzt den Rest Wasser hier raus. Ne, werde ich nicht rausdrücken. Ich werde jetzt gucken, was der andere LKW kostet. Mir geht dieses rumgelenkige Gurke auf den Nerven. Den haben wir doch hier drauf, oder? Den anderen Wasser-LKW? Ich glaube schon. Den Zug, ja. Wo habe ich den letztes Mal gesehen? Hier ist doch, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. 8000 Liter ist der falsche, das ist der falsche. Wir haben auch einen großen. Hesse, wir sind immer nett. Oh, da hat er direkt eine von der Omi verpasst gekriegt. Also ich weiß nicht, wie viel Liter der große LKW kann, aber dieser Milchanhänger, den wir haben, der kann 23.000 Liter. Ne, OP meint den anderen, der ist unter Tiermenü, also unter Tierbereich. Ja, ne? Tierfütterung. Tiertransport? Ne, Fahrzeuge musst du gehen. Zurück. Tierhaltung, glaube ich. Tierhaltung? Im Fahrzeugbereich, nicht im Anhängerbereich. Tiertransport, Tierhaltung? Wo habe ich den Fahrzeuge? Fahrzeuge. Zugmaschinen. Eine Etage höher. Also Menübereich. Im Menübereich. Links außen von den Werkzeugen zu den Gefährten. Ich habe ihn, danke. Ah, ist das den du gemeint hast? Ja. Den wollte ich haben. Hauptfarbe. Gelb. Designerfarbe. Oh. Felgenfarbe. Wie viel Liter kann der? 24.000. Genauso viel wie unser Anhänger. Nur, dass der halt selbst fährt. Ja, und der ist wesentlich wendiger. Ja. Berlin, ja, übermorgen Karlsruhe, Samstag, Sonntag Klagenfurt und Montag Erfurt, nicht Schweiz. Gerne Ingo. Gerne Ingo. Super Ingo. Ah, hey, und Nebelkorn, danke für das Abo. Ah, herzlichen Dank für das Abo. Das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr schön. 24.000 von Herbie. Kaufen. Und tschüss. Den kann ich voll machen, wegstellen. Den brauche ich dann nur noch für Wassermarsch. Muss ich doch nochmal holen. Dann kann ich hier vorne nochmal Wasser einkippen. Dieses unbehebige Ding hier, ne, ist fürchterlich. Und brauchst du nur noch für Wassermarsch? Ja. Weil der, nein, nicht für Wassermarsch, für Max voll. Entschuldigung. Danke, Anja. Ich habe mich gerade gewundert. Hm? Und jetzt wisst ihr, warum ich 5 Tage nicht da bin. Jawohl. Da hast du einiges zu tun. Dann pass mal schön auf dich auf. Genau. Den machen wir jetzt noch voll. Da ist ja noch was da drin. Didi. Dann kriegen die Hühner jetzt noch was zu futtern. Ja. Dann stellen wir den Anhänger weg, holen uns den neuen und fahren Wasser. Hatte ich euch gerade im Gespräch unterbrochen wegen dem Vorlesen? Nö, alles gut.
Wir wollten nur erzählen, dass man mit dem Milchanhänger ein Achskar also ohne Drehschimmel, der fährt ebenfalls 24.000 Liter. Also wenn mal jemand keinen LKW kaufen möchte, sondern mit dem Traktor fahren mag, einfach den Milchanhänger kaufen. Der nimmt auch Wasser. Ach so, damit kommt man natürlich auch schön um jede Kurve. Genau. Der ist unwesentlich größer als dieser kleine Strautmann-Anhänger. Klaus, hi. Klaus, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Klaus, grüß dich. Guten Abend. Und Thorsten, hi an Klaus. Ich muss gleich aber auf jeden Fall mal eben den Mähdrescher Startler machen. Ich brauche einen Selbstfahrer. Sonst kann ich ja kein Kaffee holen gehen. Dann setze ich den einfach auf Machma und ich kann dann Machma machen. Jo, Machma. Und dann machst du mal Machma. Kalbproduktion kann ich ausschalten. Tschüss. Kalbproduktion ist durch. Ich schalte ein, Opi schaltet aus. Deaktivieren. Nein. Was hast du gemacht? Känguru, und dabei schoss der Traktor genau auf den Abhang zu, aber das Känguru war vorbei, bevor ich runtergefallen bin. Uiuiuiui. Weil, wenn du so anfängst zu quietschen, muss dir irgendwas passiert sein. Ja. Fast war ich weg. Aber es ist gut gegangen. Sam, unsere Quietschelette. Ich bin eine Quietschelette. Ich bin ein Quietschhändchen. Ich sag jetzt nein, ich sag nichts, nein. Manchmal ist es auch besser. Ja, ja. Ich sag nicht das, was ich jetzt sage, ne? Io drückt beim Baden gehen nicht immer so fest auf das Quietschhändchen. Ja. Gut, dass wir keine Badewanne haben. Man bittet Mutti einen zu bringen. Worauf war der jetzt bezogen? Was sollen wir bringen? Ich weiß es nicht. Wer soll wohin gebracht werden? Oder man bittet Mutti einen zu bringen. Jetzt, ich weiß nicht, wo ich den einzuordnen habe, wo der gestandenerweise stehen sollte. Kaffee. Ah, nein. Ich hole meinen Kaffee selber. Lese, du bist noch nicht lang genug hier. Dann wüsstest du, dass ich definitiv meine Frau nicht darum bitte, mir Kaffee zu kredenzen. Nein. Meine Frau macht alles. Den kompletten Haushalt, einkaufen, alles, weil ich es nicht kann. Und werde ich unter Garantie nicht machen. Oh, nee. Räumt das eigentlich auch, wenn man auf das Quietschhähnchen draufdrückt? Was macht das? Schäumen? Jo. Ich glaube eher weniger, aber du kannst es ja mal... Aha, das ist eher weniger. Es schäumt. Es schäumt nicht. Was ist passiert? Gekniffen, gebissen oder gehauen? Nee. Geworfen. Was? Geworfen. Was hat Sam geworfen? Ich hab mir ernsthaft einen Fritz-Kau-Streifen an den Kopf geworfen. Geil. Weißt du, was viel wichtiger ist? Ich hab getroffen. Ich treffe sonst nie. Bei mir steht die Kaffeemaschine neben dem Computer. Meine steht absichtlich in der Küche, damit ich die Bewegung habe. Und wenn ich auf Toilette muss, kann ich das auch direkt noch machen. Und du kannst Omi ärgern. Ja, und sowas macht die Omi nur, wenn sie selber mag. Ja, genau dieses Omi. Ich muss Dings hier. Dank Dingsen. Und dann muss ich hier in Dings Danks rein. In Dings Danks. So. Dann muss ich... Was brauche ich denn da? Was ernte ich denn? Hafer? Ich brauche das Riesenschneidwerk. Apfel hängen. Wenn du dann gezielt hingeworfen hättest, ja. Drei Kreuze in den Kalender, dass du was getroffen hast. Oder was habe ich da hinten? Vielleicht auch fünf. Sam, herzlichen Glückwunsch von der Omi.
Danke, Omi. So, wenn sie da gezielt hingeworfen hat, ja, dann kommt gleich irgendwann zurückgeflogen. Nein. Oh. Hab ich nicht. Ich habe vor Jahren meinem Bruder mal mit einer Rolle Isolierband ein blaues Auge geworfen. Es war wohl niemand so überrascht wie ich. Ich habe dem zugeworfen, habe seinen Namen gerufen und er drehte sich um und er hat so nicht damit gerechnet, dass ich ihm was zuwerfe, dass ich genau getroffen hatte und dann hatte er plötzlich einen blauen Lidschatten. Oh. War im Nachhinein aber lustig, oder? Es war lustig. Definitiv. Es gibt auch noch Fotos davon. Genau. Wie war der Spruch dazu? Er drückt dann mal ein Auge zu. Ja. Nee, wir waren in einem Segeltrainingslager und er war zu Tode betrübt, dass keines der Mädels, was mit da war, lila Kajal für die andere Seite hatte. So, mach deinen Job. Der Opi will Kaffee holen. Ach, er muss erst mal das Klavier auspacken. Läuft. Ich kann Kaffee holen gehen. Sehr gut. Sehr gut. Bis gleich. Bis gleich. Gleich. Abgearbeitet. Hurra. Genau. Ich gehe dann jetzt mal rüber. Ich raus. Komm, Mate, du bist zu leise. Was machst du denn? Strohfang. Brauchst du eine Vogelscheuche? Ja. Auf, damit die ganzen Vögel, die du so nicht magst, weg sind, Anja. Aber nebenbei macht mein Helfer Ernte der Baumwolle. Aber ich muss von meinem Auftrag Weizen ernten das Stroh einsammeln, bevor es in der Nacht der Auftrag dann weg ist. Mhm. Wollen wir ein bisschen mal beeilen. Mhm. Ein Auftragsstroh. Ein Auftragsstroh, genau. Genau, eigentlich ein Ernteauftrag Weizen. Und du klaust dem Bauer das Stroh. Nee, das hat er mir ja geschenkt. Dafür, dass ich für ihn das Feld ernte. Aha. Der Auftrag steht auf Null. Wie, der Auftrag steht auf Null? Der Auftrag steht auf Null. Guck mal, ob der bei dir auch auf Null steht. Was ist da passiert? Ich glaube, wir haben zu lange gebraucht. Wieder da! Hey. Hey, hey, fängt er jetzt wieder von vorne an? Nein, das Feld ist immer noch halb abgeerntet. Ist gleich mit Dorsten? Oh. Dann brauche ich den Rest gar nicht zu ernten, ne? Den kriegen wir dann eh nicht. Oh, wenn du ihn in die Fabrik schmeißt und er weg ist, ist er weg. Die Zuckerrüben kriegt er trotzdem. Die Zuckerrüben nee, danke. Trotzdem. Dann könnt ihr jetzt alles ernten. Wenn die verarbeitet sind, dann sind sie ja nicht mehr da. Die Frage ist, wird die Strafe dann höher? Ja, weiß ich nicht.
Bei eurem Kontostand denkt ihr noch an eine Strafe nach? Naja, wenn es 150.000 sind. Naja, das stimmt. Das ist eine ganze Menge. Weil unser Zuckerrübenauftrag, der war schon zu 70% erfüllt, der steht jetzt auf 0. Oh. Ja. Gar nicht schön. Haben wir wahrscheinlich zu lange gebraucht. Der steht auf 0. Ja. Dann hat er den aber noch nicht. Der steht auf 0%. Genau. Ja. Und ich habe gerade Zuckerrüben reingeschmissen, der hat auch nicht gezählt. Also der Auftrag ist jetzt Fritte. Der ist Fritte. Ich würd nicht die Arbeit machen und weitermachen. Aber wenn die Zuckerrüben für ihre Fabrik trotzdem nutzen können? Wenn wir alles reinschmeißen, was wir reinschmeißen können, dann ist es verarbeitet. Die anderen Sachen hat er ja auch verarbeitet. Wenn ihr noch ernten könnt. Ich probiere das jetzt. Also im Moment bin ich auf jeden Fall schon mal auf dem Feld und der hat noch nicht gemault. Und der Auftrag ist auch noch aktiv. Ja, dann rupft das Ding runter, schmeißt das da rein und dann müsst ihr halt damit leben. Genau. Also keine offenen Aufträge stehen lassen. Ja, zumindest nicht so lange. Ja. Ja, der hat jetzt fast 3 Wochen gestanden. Oh. Und wir haben den Server neu gestartet. Daran kann es auch liegen. Wann habt ihr den Server neu gestartet? Mit den Mods letzte Woche. Wir haben doch im Anschluss an den, war das an den 12er? Wann hatten wir den Stress? Ja, 12er. Und ja. Wir haben doch in der Woche irgendwann montags, glaube ich, das kostenlose Wasser und die Schokomüsli-Fabrik und so drauf gemacht. Ja. Da lief der Auftrag ja auch schon. Ja, den können wir eigentlich ausmachen. Also ernten darf ich. Wasserfahren. Da ist das neue Schätzchen. In Yelp. Guide of Lords. Bisschen Mist kann ich ja noch hinfahren. Ja. Ein schönes gelbes Wasserfahrzeug. Ja. Mann, ist der schnell. Der ist auch leer. Baby, danke, Thorsten. Die Lin. Da gibt es auch noch einen Anhänger zu, glaube ich, ne? Ja, aber danach habe ich ja wieder rumgekurbelt zwischen den Gewächshäusern mit. Ja, das stimmt. Oh, was war das? Da muss ich nochmal düngen. Da muss da irgendwas gelegen haben. Ja, wir vermissen doch immer noch eine Palette. Wir vermissen immer noch eine Palette. Guten Abend miteinander vom Meshup. Meshup, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Hallo Meshup. Aber ich kann hier nichts. Ja, es ist eine unsichtbare. Das ja, ich laufe ja schon hier rum, aber oh, da war was, oder? Nee. Das ist eine vom Anhänger gefallene, die dem Spanngurt-Bug zum Opfer gefallen ist. Aber ich kann jetzt gleich gerne da nochmal langfahren. Schnappe ich mir den Autoloader. Also die hat mich ja gerade mal richtig ausgehebelt. Ja, aber wir hatten das ja da vorne auch schon mal ein Stückchen weiter Richtung Brücke. Und da hat es ja vielleicht jemand dann mitgeschleift, sozusagen. Ich hab die weiß, wo es jetzt hingeflogen ist. Schönen Mittwochabend gewünscht. Die. Meshup, grüß dich. Silage wickeln. Okay. Hier stimmt was nicht. Da müssen wir eben in die Kontrolle ran. Gratis? Oh, wir haben schon 2 Stunden rum. Yay. Hi, bin wieder da. Oh. Ja, dann willkommen zurück. Oh. Baby Karl. Baby. Niedrige Bremskraft. Ich hab ja gewusst, dass da was nicht stimmt. Ja, die stehen standardmäßig immer auf 0, die Dinger.
Ja, ich habe es gerade gemerkt. Ich habe versucht zu bremsen, dann gar nichts. Und hier muss ich mir die Geschwindigkeit rausnehmen, auf 30. Wo ist eigentlich, Feld 13? Die Frage ist, wo ist eigentlich Hasi? Feld 13 ist ganz rechts oben in der Ecke, wo Kevin gewohnt hat. Seit wann haben wir einen Hasi? Manchmal ist Hasi da und manchmal ist Hasi nicht da. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Ah. Stimmt mit Hasi nicht? Irgendwas stimmt mit Hasi nicht, ja. Das wird sein. Ich bin mir nicht sicher, ob Dieter ihn nicht manchmal mitbringt. Das kann sein. Doch, kann. Hasi hat ein Problem mit dem Materialisieren. Jetzt verstehe ich das. Aber die Munition war lecker. Ich kann auch was anderes werfen, das hat nicht ganz so spitze Kanten. Bitte kein Latte Macchiato oder sowas, ja? Zucker? Was hältst du von Toffifee? Das geht. Was wurde in der Zeit gemacht, wo ich nicht da war? Außer Blödsinn eigentlich nicht viel. Ich habe mir einen neuen LKW gekauft. Wasserfahren! Du musst auch Wasser holen, sonst geht das nicht, Opi. Das ist echt besser, wenn da Wasser drin ist. Kannst du das besser verteilen, ehrlich. Ich glaube, mit unsichtbarem Wasser tut sich das Gewächshaus doch noch ein bisschen schwer. Ja. Mhm. So, meine Zeit ist gekommen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. War wie immer schön bei euch. Armin, bestell deinem Engel schöne Grüße. Ich wünsche dir auch eine schöne Nacht. Schlaf gut. Bis morgen. Und schön gesund bleiben. Gute Nacht. Nacht, Armin. Danke, bitte, bitte. Dir auch danke. Gute Nacht, Armin. Schlaf gut. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Bis morgen früh vom Johnny. Johnny, dir auch eine angenehme Nachtruhe. Schlaf schön. Und du auch schön gesund bleiben. Dankeschön, Johnny. Dir auch. Gute Nacht, Johnny. Schlaf gut. Gute Nacht von Herbie. Gute Nacht an Abend von Thorsten. Johnny, danke, bitte, bitte. Ist aber auch eigensinnig, das Gewächshaus, da hast du recht mit Omi. Winke, winke. Aus der anderen Hälfte machen wir direkt Zuckerrübenschnitzel, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Aus dem Ruder raus zur Not. Jo. Thorsten, gute Nacht an Johnny. Bin auch raus für heute. Fuzzi, dir auch eine angenehme Nachtruhe. Schlaf schön. Und auch schön gesund bleiben. Abend und ja, gute Nacht. Erinnert dir auch einen wunderschönen guten Abend. Abend. Guten Abend. Putzi, schlaf gut. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn wir es ins Silo schmeißen und den Auftrag abschließen, dass die aus dem Silo weg sind. Meinst du? Ja. Erinnert, grüß dich. Gute Nacht an Thorsten und Putzi. Aber dann ist es ja auch nicht schlimm, oder? Aber wenn ich die direkt in Zuckerrübenschnitzel verarbeite, kann ich sie alle in die Produktion kippen. Ja. Kalli, hallo von Enna. Enna, schönen Mittwochabend. Ist das? Hört sich gefährlich an. Was ist das? Ist das der Rest von der Silagemiete oder was ist das? Ja. Aber wo kommt diese Silagemiete her? Achso, liegt die bei. Okay. Ja, das sieht irgendwie aus wie eine Silagemiete. Oder der Rest einer Silagemiete. Jo, war ein heftiger Tag. Noch 30 Minuten Trecker fahren, dann falle ich ins Bett. Oh ja, Bett ist was Schönes. Gestern war es ganz schön spät. Dann versuch dich beim Treckerfahren noch ein bisschen zu entspannen und dann eine angenehme Nachtruhe nachher, ne? Dann hoffe ich, dass das Bett weich ist. Ja, das Bett. Ein Bett, das du. Sam schreit nach Bett. Minimal. Ja, dann machen wir heute schöne 2,5 Stunden.
Das ist was Schönes. Es war nämlich 12:30 bis wir gestern zu Hause waren. Ich glaube, ich habe mich aufgesetzt. Das sieht interessant aus. Ja, vorgestern auch. Nein, da war ich vor dir im Bett. Was hast du denn da gemacht, Opi? Soll ich schubsen kommen? Super, dann bleibe ich bis zum Ende. Namen zusammen vom Holger. Holger, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Holger. Ja, du kannst Holger, ja bei mir oben in den Trecker springen, da musst du nicht bis hier hinfahren. Ja. Das heißt, Wasser anliefern für den Steindall nur von der anderen Seite, nur hinten rum, muss ich da rückwärts reinfahren. Vielleicht kann Io das noch ein bisschen begradigen. Ich glaube, das ist jetzt zu nah an der Wand alles. Wenn ich jetzt schieb den Wal singe, ist gemein, ne? Nein. So rum geht's auch. Dankeschön. Danke fürs Schiebrücken. Das war ja der Fauli. Der kräftige, ja, genau. Starke Fauli. Jetzt weiß ich auch, warum er die Arme so hoch hat. Ja, ne? Du hast einen Heilholger. Ja, er ist also nicht so Bodenfreiheit gedient wie der andere. Oh, da passt aber viel Wasser rein, mein Junge. Hallo, bist du mal jemand voll? Wieder da, Doktor schläft endlich. Oh, da willkommen zurück. Nicht, dass du den gleichen Bug kriegst. Gebetswerk. Wie viel Wasser tonnenweise Wasser reinpacken kannst. 60.000 Liter passen da rein. Oder 55.000. Wasser 56.000. Aha, ist noch nicht voll. Aber er zeigt wenigstens ordentlich was an. Also nochmal Wasser holen. Wasser. Das ist jetzt der Hofflitzer. Der Hofraudi hier. Kein Altenheim-Raudi? Nee. Dafür bin ich zuständig. Namen zusammen, die ich noch nicht gelesen habe, vom Keks. Einen schönen guten Abend, Keks. Der Keks ist wieder zurück. Schönen Mittwochabend. Guten Abend, Keks. Guten Abend, Keks. Keks. Hallo, Keks. Keks. Ich glaube, Keks. Ich glaube es. Kekst wohl. Die Haferkekse sind immer noch unberührt bei mir. Oh, erzähl er dich im Keks. Dili, 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 dili. Wir haben einen schönen Stream gemacht. Gut. Doch wie kann man nur so gerne streamen? Ich werde total kirre. Aber schon ewig. Und immer dasselbe Spiel. Total verrückt. Bis auf ein paar Ausnahmen, gell? Ja, das war aber vor meiner Haupt-Steam-Zeit, Anja. Karl ist Herzchen da und Hype. Karl ist gehypt. Hyper. Es kann nie genug Kekse geben. Freiheit für die Kekse. Schalten. Vor allen Dingen kann der im vollbeladenen Zustand auch volle Socke fahren. Das ist ein 19er Mod. Karl, das stimmt. Finde ich gut. Was hast du gerade gesagt, Io? Nur einschalten und los geht's. Achso, ich habe dich gehört, aber ich habe nicht wahrgenommen.
Er hat's gehört und es doch nicht gehört. Oh. Ja, ich habe ein selektives Zuhören. Du hörst nur das, was du hören willst, ja? So ähnlich, ja. Oh, in die Rote gefahren. Oh, Kerl, in die Kiste. Kannst du das nicht ordentlich? Nein. Gut, mach weiter. Ich muss mich erst eingruben mit dem Ding. Das Teil ist stellenweise etwas schneller, als ich dachte. Aber nur ein bisschen. Wassermarsch von Enrico, das ist gut. Dankeschön. Anja, trinken. Ja, ich habe doch eben gerade schon getrunken. Anja, trinken. Nochmal trinken. Aber nur weil es der Opi ist, trinke ich nochmal. Aha. Zum Wohl, Opi. Prost. Das ist nämlich auch so eine, die trinkt nicht genug. Da kommt immer, ich hab Kopfschmerzen, hab vergessen zu trinken. Der Omi durfte ich heute Morgen ein Glas bringen, weil sie nämlich weiß, sie trinkt auch nicht genug. Aber wenn sie ein Glas da stehen hat, dann nuckelt die da dran rum, dann klappt das. Prost. Oh. Man kann denken, dass wieder aufgefüllt wird. Und jetzt habe ich endlich kein Mineralwasserkaffee mehr. Prost! Prost! Ich dir noch einen frischen Kaffee holen. Was war? Mit frischem Kaffee? Willst du dir noch einen frischen Kaffee holen? Nein, ich habe mir doch gerade einen geholt. Ach so. So, jetzt müssen wir hier so rein, so. Doch, was kann man den schön um die Kurven ziehen? Ich glaube, der hat Licht an. Warum hat er jetzt Licht an? Aqua-Licht. Vielleicht sieht er nichts. Blinde Nuss. Ja, ist ein bisschen bewölkt, ne? Bei unserer Schüssel kann man das gar nicht abschalten. Das ist ein ehemaliges Tankfahrzeug. Geht ja. Sobald Auto läuft, Licht an. Mhm. Ist an sich ganz praktisch. So, vorsichtig. Ich wüsste auch nicht, warum es schlecht sein soll. Nö. Vorsicht. Kam schon. Ja, Batteriebelastung und Birnenbelastung. Blö, blö, blö. Ja, du brauchst ein paar Birnchen mehr. Ja. Aber besser gesehen zu werden als bumm. Genau. Ja, da regt sich meine Mutter auch regelmäßig drüber auf, wenn Fahrzeuge, die dunkel sind, bei so einem diesigen Lichtverhältnis, das Licht nicht anhaben. Hat sie auch nicht ganz Unrecht mit. Ja, sie hat ja auch so ein dunkles Auto und wenn es möglich ist, macht sie das Licht an. Eine Miezekatze. Ich freue mich gleich auf Abendessen. Abendessen. Gibt's ja. Fischstäbchen. Ja. Mit Kartoffeln in Sahne, Soße und Gemüse. Du liebes Abendessen. Lecker, Schabekal. Jaha. Heute Mittag habe ich Reis mit Ei gegessen und Soja-Soße. Reis mit Ei. Spiegelei. Spiegelei ist gut. Das jetzt. Ich musste gerade an Helge Schneider denken, ne? Der war da doch mit. Es gibt Rice Baby. Ich hatte vorhin eine leckere Hawaii-Pizza gehabt. Oh, ich hoffe, es hat gemundet. Weil sonst hätte es ja nicht geschrieben, war lecker. Ja, einige würden jetzt sagen, Hawaii-Pizza ist keine echte Pizza. Das Thema haben wir ja abgehakt. Hawaii-Pizza ist auch eine Pizza. Ich habe noch den Rest von meinem Nudelsalat, den werde ich nachher noch in mich rein schaufeln.
Nudelschlat. Nudelschlat ist lecker. Mit Dellen. Ja. Ihr hattet den LKW von Phoenix, ne? Ja, ich würde, wenn du ihn ausprobieren möchtest, er steht im Moment im Schuppen und tut nichts. Hatte ich die zweite Seite schon fertig? Oder? Wenn ihr den als Zugmaschine als gut befunden habt, dann gut, glaub ich euch dann. Ja, so ist es schön. Auch, weiter. Ist schön wendig, das Ding, weil der du kannst den Vorder-, Hinterrad- und Allradlenkung schalten. Allerdings musst du oft bei der Straßenfahrt dran denken, dass du die Allradlenkung abschaltest, weil wenn du bei voller Fahrt lenkst, bei dem Ding mit Allradlenkung blickst du auf die Seite. Der Karl spielt mit dem Essen. Spiel mal schneller als Flieger, Lager und so. Wir haben den Tatra Phoenix von AM Modding. Der ist in der eigenen Gruppe ganz oben links. Mhm. Was hat die Anja gesagt? Ich habe der Sam nur bis gleich gesagt. Ach so, die Sam ist weg. Ja. Irgendwas hat er da gebrummt. Keramikabteilung. Ach so. Das geht ins Fliegenlager. Fliesen, nicht fliegen. Ja, so hat aber Fliegen gesagt. Da war ein G zu viel. Ja. Wollte schon unbedingt raus. Vielleicht hat sie es eilig und muss fliegen. Für Fliegenlager ist es noch zu kalt. Aber ja. Guck mal, voll das Ding. Meine Narbe tut mal wieder weh. Nicht gut. Ach, das liegt am Wetter. Hui, schöne Schrägfahrt. Mhm. Und los geht's. Oh ja, das zieht aber schon deutlich besser. Welche Motorisierung hast du? Die große Motorisierung genommen? Ja. Ja, das tut's. Bei meinem Wasserfass habe ich auch mal meine Schwierigkeiten gehabt. Ja, hast du diesen Tankauflieger, den großen, für Wasser? Den mittelgroßen, ja. Mittelgroßen, wollte gerade sagen. Den ganz großen, da hatte ja Sascha einen für, was war das, 50.000 Liter oder wie viel ging da rein oder noch mehr? Genau. Das wird grenzwertig, wenn der voll ist. Ja, und ich habe den für 24.000 oder so. Oder 30.000, aber gehen nur 24.000 rein. Ja. So, nichts so dumm, nicht. Kann ich mir einen basteln. Haben ja schon kaum aus meinem Teich herausgefahren. Ja, deiner war wirklich nicht das, wo man sagen kann, das ist ein LKW. Nee. Also jedenfalls nicht, wenn er was ziehen muss. Nein. Wenn er leer war, war der flott. Das war keine Zugmaschine, das war eine Schiebmaschine. Eine Zuguckmaschine, ja. Leichtes Bergauf mit 6 km/h, wenn der Anhänger voll ist. Baudi-Boo. Normalerweise sagt die Simba Baudi-Peng. Schubs die Baudi-Peng. Besser so? Klappt doch! Tschüss! Nicht geworfen. Dankeschön. Ja, was hast du denn gekriegt? Ich kriege per Abstandsfütterung Toffifee. Oh, ey. So mit langem, ausgestrecktem Arm so. Da. Hier, Hund. Das liegt immer nur dran, weil die Decke da hinten liegt. Mhm. Genau. Ich hab da Hand. Jetzt muss erstmal zugesehen werden, dass das Mikro wieder irgendwie auf den Kopf kommt, ne? Und dann muss erstmal die Decke wieder zurechtgeknudelt werden. Aha. Du hast es erfasst. Und dann einmal den Rundumblick, alles in Ordnung, dann kann es weitergehen. Korrekt. Oh, ohne Greifzange?
Ich habe gedacht, wenn ich es nochmal werfe, dann ist er wirklich böse. Also habe ich gedacht, es gibt Bestechungsfutter. Ja. Aber er ist noch nicht drangegangen. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Er ist massiv entnervt, weil sich das wieder komplett von selber verstellt hat. Das wieder hier. So. Zack. Wieder irgendeinen unkritischen aussuchen und dann wieder verlassen. So. Vielleicht das Falsche. Jo, brauchst du was anderes? Das sage ich dir, nachdem ich es gegessen habe. Lass mich es erstmal aufessen. Genau. Du musst das ja erstmal probieren, ne? Bevor du das ja, mir wieder wegnimmst. Er kennt das ja noch nicht. Er muss ja erstmal, ne? Ich bin nämlich. Das ist ja schön. So eine kleine Packung Toffee Free vernichte ich ganz alleine. Würde ich auch, aber ich bin sehr nett, ich teile. Ja, zum Teilen hole ich mir dann den größeren Packen. So. Ich dachte, du nimmst eine Packung zum selber essen und eine Packung zum Teilen. Nee, eine Packung zum Teilen und eine zusätzliche Packung für selber essen. Genau. Ruby, was ist deine Lieblingstraktormarke? Hab ich eigentlich nicht. Ich bin nicht markengebunden, aber ich habe gerne die Deutz, die Steyr. Wie hieß die Kuh nochmal? Valtra. Valtra. Mhm. Und nicht zu vergessen, ganz in Rot, ne? Die Fergies. Die Fergies, ich mag Fergies. I say Ferguson. Aber hier sind wir alle Steyr-Fans. Hier sind wir alle Steyr-Fans. Der Steyr ist ja schließlich für uns mehr oder weniger umgemodelt worden. Außerdem gibt es hier den Bund in jeder Farbe, die man haben will. Ja. Ich auch, von Karl. Nö, eigentlich sind wir soweit ungebunden. Ich finde auch den 1050 schön und gut. Nur den fährt einfach jeder und deswegen mag ich das nicht. Und wir haben den Special Steyr. Wir wurden gefragt, was wollten wir da haben. Waren alle Steyr. Genau. Steyr. Hoppeln. Juppo. Wie schön das ist, wie man schön zwischen den Gewächshäusern rumgurken kann mit dem Ding. Da kannst du sogar rückwärts mit reinfahren. Ja. Ja. Aber wir hatten vorher, als ich den anderen gekauft habe, diesen ja noch nicht. Oh. 1050 ist der beliebteste Traktor der Welt. Kann sein. MLS, ja. MLS, da hast du recht mit. In der normalen Landwirtschaft ist der für viele Betriebe viel zu groß. Ja, zweckgebunden. Kann man für viele Dinge einfach nicht brauchen. Ja. Und zu teuer. Zu teuer, ja. In letzter Konsequenz das auch. Ja, klar. Für schwere, harte Zugarbeiten, jawohl. Aber für kleinere Geräte, das ist ja. Für Pelletierpressen, Holzhacker. Ja,
große Bodenbearbeitungsgeräte, solche Dinge. Dafür ist halt okay, aber als Pflegeschlepper, nö. Im Jahr 2021 sind die meistverkauften Schlepper John Deere. Aha. Weil der 724 war der beliebteste. Dann der Fendt 313 Vario und dann John Deere. Und dann nochmal John Deere und nochmal John Deere. Und dann New Holland. Hier müssen wir nochmal rein. Das klappt. Auf jeden Fall Agrartechnik. Heute. Ja, man kann. Bundesliga. Kann ja alles nachlesen, ne? Ja, ja, die Bundesliga wird, ich weiß gar nicht, wer die erhebt. Aber die wird ja regelmäßig veröffentlicht mit Zulassungszahlen. Nach Marken und Leistungssegment. Und die, die viele Traktoren verkaufen, werden bestimmt auch Werbung damit machen, dass sie den meistverkauften. Ja. Oder meist zugelassenen Traktor des Jahres haben. Oder? Danke für den Discord-Link und danke für den YouTube-Link, Herbie. Dankeschön. Allen einen schönen Abend, einen angenehmen Nachtschlaf. Gut, bis morgen von Herbie. Herbie, dir und deiner Frau auch eine angenehme Nachtruhe. Schlaf gut. Schön gesund bleiben. Bis morgen. Nacht, Herbie. Nacht, Herbie. Schlaf gut. Nacht, Herbie. Und streck nochmal die Zunge raus. Du bist so ein Schmierlapp, ne? Und da ist die Omi. Ja, die Omi sagt jetzt gute Nacht. Gute Nacht, Omi. Ich hab jetzt gleich auch Schluss. Nati. Ich hab dann schon mal meinen Hustensaft genommen in der Hoffnung, dass der Support wird. Ja, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüssi. Danke. Tschüss. Ja. Die Nati. So, wieder da. Pipi. Danke. Gute Nacht, Omi. Schlaf gut. Von Anja, von Herbie, Schau Omi von Holger, Komet streckt alle Zunge raus, Nacht Omi von Nicole. Geht hier noch was oder geht hier nichts mehr? Eine Fläche Silage, eine Fläche Heu oder? Ja, würde ich sagen. Oder zwei Flächen Heu und wir kommen mit dem bisschen Silage noch zwei Tage aus. Ich glaube, ich würde halbe machen. Ich habe beim letzten Mal auch nur die eine Fläche Heu gemacht, die hinten am Kuhhof ist. Da sind wir bis jetzt ausgekommen und das ist bestimmt schon... Ja, wir hätten aber mehr brauchen können. Aber ja. Gute Nacht, wir bekommen Keks. Ja, wir hätten auch ein paar Mal öfter machen können. Ein Frecherschlumpf. Ja, das ist ein Frecherschlumpf. Gute Nacht, Omi. Und Keks. Mit Herzchen. Den machen wir nochmal voll, dann können wir den wegstellen. Wasser haben wir alles aufgefüllt. Jo, passend zum Streamende. Klappt doch. Läuft. Dann können wir morgen ansehen und walzen und ernten. Jetzt haben wir einen schönen Stream gemacht. Danke an meine Mitspieler. Gerne. Gerne. Bitte, bitte. Und danke an die Anja, oh, wo willst denn du hin? Dankeschön, Opi. Ja, du bist als Quasselstrippe hier. Quasselstrippe? Ja. Wo habe ich denn hier eine Strippe? Ja, du, an deinem Kopfhörer. Ach so. Guten Abend, Opi und alle zusammen vom Nils. Nils, dir auch einen wunderschönen guten Abend und gleichzeitig eine angenehme Nachtruhe, weil wir hören nämlich jetzt auf. Hey, hey. Nils, guten Abend, Nils. So, meine lieben Zuschauer. Danke fürs... Wo ist meine Maus? Da. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs fleißige Mitmachen. Danke, danke, danke. Danke an die ganzen neuen Follower. Danke an die ganzen Subs, an die ganzen Gift-Subs. Danke an die edlen Bitspender. Danke für eure großartige Unterstützung. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Morgen früh ist das komische alte Ding wieder da. Und damit bin ich raus und tschüss.
Gute Nacht. Tschüss. Zusammen. Gute Nacht. Lauf gut. Und der Holger muss nochmal 100 Bits reinhauen. Dankeschön, Holger, für die 100 Bits. Dankeschön. Gute Nacht.